Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Sachverständige, liebe Interessierte an den Bildschirmen, darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer 8. Sitzung der Enquetekommission hier im Paul-Löbe-Haus. Diese Sitzung ist als eine öffentliche Anhörung ausgestaltet. Das heißt, die Sitzung wird entsprechend aufgezeichnet und im Parlamentsfernsehen übertragen. Deshalb darf ich Sie, das kennen Sie, aber auch jetzt die Gäste bitten, dass immer, wenn Sie sprechen, bitte das Mikrofon einschalten, wenn dann dieser rote Ring hier leuchtet, damit das Ganze entsprechend dann auch verfolgt werden kann. Ich darf für die heutige Sitzung entschuldigen Herrn Abgeordnetenkollegen Manfred Totenhausen, Frau Kollegin Margit Stump, die Sachverständigen Dr. Heike Solga, Frau Dr. Garbade, die Kolleginnen Walter Rosenheimer und Müller-Gemmecke. Und Frau Greilich wird etwas später zu unserer Sitzung hinzustoßen. Seit der letzten Sitzung hat niemand aus diesem Kreis Geburtstag gehabt, jedenfalls nach meinen Unterlagen. Deshalb auch keine Glückwünsche heute. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns vereinbart, heute die öffentliche Anhörung durchzuführen zum Thema: Wie tickt die Jugend in puncto Beruf? Junge Menschen sind ja oft ein blinder Fleck in der Bildungsdiskussion, Generation Y, Generation Z. Und das sind ja gerade die jungen Menschen, mit denen wir uns hier ja beschäftigen, mit dem, was junge Menschen bewegt, eine berufliche Ausbildung aufzunehmen oder auch nicht. Die Berufswahlentscheidungen beschäftigen uns hier. Und deshalb möchten wir uns heute in dieser Sitzung der Enquetekommission genau mit diesem Thema beschäftigen, mit den jungen Menschen, mit ihrem Blick und mit dem Thema Berufswahl. Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die wir hierbei im Vorfeld aufgeworfen haben. Wie ist die Einstellung junger Menschen zum Thema Beruf? Was sind die Erwartungen an einen Beruf? Gibt es den jungen Menschen oder sind es, was zu vermuten ist, natürlich ganz unterschiedliche Einstellungen? Welche Kriterien sind es vor allem aus Sicht Jugendlicher und junger Erwachsener, die entscheidend sind für die Attraktivität eines Berufes bei der Berufswahlentscheidung? Welche Rolle spielen so Faktoren wie Reputation, Work-Life-Balance, Hierarchien, Aufstiegsoptionen, auch das Thema Teamatmosphäre und natürlich auch die Frage, wie haben sich eigentlich Ausbildungspräferenzen in den letzten Jahren verändert und aus welchen Gründen und natürlich auch, warum ist das Interesse an der beruflichen Bildung in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch merklich zurückgegangen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Wir haben folgendes Vorgehen in der Obleuterunde für heute vorgesehen. Wir werden zunächst uns mit der IHK-Jugendstudie beschäftigen. Dafür sind 15 Minuten Zeit eingeplant. Danach wird Herr Professor Huchelmann einen Vortrag zu den eingereichten Leitfragen halten und sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie beziehen. Auch dafür haben wir 15 Minuten vorgesehen. Und im Anschluss daran wird dann Frau Dr. Schnitzler vom Bundesinstitut für Berufsbildung in einem ca. 20-minütigen moderierten Gespräch mit zwei Vertretern der jüngeren Generation hier deren Motivation, deren Sichtweise auf das Thema beleuchten. Und Ziel dieser Sitzung ist es eben tatsächlich, dass wir den jungen Menschen mit ihren Erfahrungen, mit ihren Einschätzungen auch zum Berufsbildungssystem dann nachher selbst zu Wort kommen lassen. Anschließend dann, wie immer, natürlich Zeit für Fragerunden. Wir haben vereinbart, je 3 Minuten Redezeit pro Fraktion und eine 10-minütige Antwortrunde pro Gast bzw. Gastpaar. Die Leitfragen der Fraktionen, die wir an die Gäste zur Vorbereitung übermittelt haben, sind auf Kommissionsdrucksache 19-2834 abzurufen. Das vielleicht als Information. Ich darf vorab gleich mal sagen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass alle Sachverständigen, die heute gekommen sind, alle Gäste ihre Unterlagen rechtzeitig übermittelt haben, dass sie Studien übermittelt haben, dass sie Empfehlungen übermittelt haben, sodass sich die Teilnehmer hier der Mitglieder der Enquetekommission sehr gut auf diese Sitzung vorbereiten konnten. Dafür vorab ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, dann würden wir zunächst jetzt zur IHK-Jugendstudie kommen. Wir haben unser Kommissionsmitglied und Sachverständigen Herr Dr. Derks gebeten, diese Studie mit einigen einleitenden Sätzen vorzustellen. Dann wird Herr Weiße von der IHK Stuttgart ihn dabei unterstützen. Die IHK Stuttgart war Auftraggeber und dieser Zielgruppenstudie. Und anschließend wird dann Dr. Kalmbach vom Sinus-Institut, der diese Studie für die IHK Stuttgart durchgeführt hat, als Studienleiter einige der Ergebnisse dieser IHK-Jugendstudie hier darstellen. Ich darf Ihnen zunächst die drei
Herren noch einmal vorstellen. Herr Dr. Derks ist Volkswirt und hochgeschätztes sachverständiges Mitglied unserer Enquetekommission. Er ist seit mehr als 20 Jahren beim DIHT tätig, seit 2012 als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK in Deutschland, der Dachorganisation aller deutschen IHKs. Er ist zudem Geschäftsführer der DIHK Services GmbH sowie überdies Mitglied im CSR-Forum der Bundesregierung und auch im Tourismusbeirat des Wirtschaftsministeriums. Dann darf ich Ihnen vorstellen, Thomas Weise. Er leitet in der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart das Referat Bildungsprojekte und Services, das sich schwerpunktmäßig mit der Berufsorientierung und der Nachwuchssicherung befasst. Die IHK Region Stuttgart ist für die Ausbildungsfragen federführende Kammer der baden-württembergischen IHKs. Die IHKs vertreten zusammen, auch das eine beeindruckende Zahl, 650.000 Unternehmen in Baden-Württemberg. Die IHK Region Stuttgart ist Mitinitiatorin der mehrfach ausgezeichneten Initiative Ausbildungsbotschafter sowie sehr stark engagiert beim flächendeckenden Aufbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen. Schön, dass Sie da sind, Herr Weise, und natürlich auch Sie, Herr Dr. Derks. Abschließend darf ich Ihnen noch Herrn Dr. Kalmbach vorstellen. Er hat in den 90er Jahren eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und 2007 zum Thema Jugendkultur promoviert. Er ist seit 2008 beim Sinus-Institut beschäftigt. Seit 2010 leitet er dort die Abteilung Research und Consulting und hat damals auch die Sinus-Akademie mitbegründet. Am Sinus-Institut hat er seither die Jugendforschung aufgebaut. Daraus resultieren die Ausgaben der Studienreihe Wie ticken Jugendliche? Und diese Studien gehören zu den meistgelesenen deutschsprachigen Jugendstudien. Allein die letzte Studie verzeichnet über 500.000 Kapitel-Downloads, also ist wirklich entsprechend auch öffentlich beachtet. Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute alle drei da sind. Noch abschließend das, was wir Ihnen als Dokumente übermittelt haben. Zum einen eine PowerPoint-Präsentation zu den Hintergründen der Beauftragung der Studie von Herrn Weise und zum anderen die PowerPräsentation zum Einführungsvortrag von Herrn Dr. Kalmbach. Auch diese Dokumente sind als Kommissionsdrucksachen 1928-39 und 1928-36 abrufbar. Ja, dann haben Sie, lieber Herr Dr. Derks, jetzt das Wort für die Vorstellung der Studie. Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Ganz kurz ein paar Worte vorneweg. In der Tat erleben die Betriebe ja seit geraumer Zeit die Situation, dass sie sich schwer tun, Ausbildungsplätze zu besetzen. Schon an dieser Stelle hat der Fachkräftemangel zugenommen. Und wir haben vor diesem Hintergrund bereits verschiedentlich auch mit Sinus zusammengearbeitet, um herauszufinden, was sind denn tatsächlich die Motivationsfaktoren der jungen Leute, um gerade den kleinen und mittleren Unternehmen auch zu helfen bei ihrer Suche nach Auszubildenden. Auch die IHK sind natürlich daran interessiert, noch besser auch in der Berufsorientierung auf die verschiedenen Interessenslagen der Jugendlichen einzugehen, um ein bisschen neugierig zu machen schon jetzt. Das ist ganz interessant. Wir reden ja viel über Vergütung im Zusammenhang mit der Ausbildung, unbestritten ein wichtiges Thema. Aber ein Ergebnis ist, bei rund der Hälfte der Jugendlichen gehört dieses Stichwort nicht zu den Top 5 Entscheidungsfaktoren. Also von daher lohnt es sich, genauer hinzuschauen in die Welt der Jugendlichen und wie sie ticken. Und wie das im Einzelnen dazu gekommen ist, dazu jetzt Herr Weise, mein Kollege von der IHK Stuttgart. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das hier darzustellen. Es gibt viele Gründe, die für die duale Ausbildung und die daran anschließende höhere Berufsbildung sprechen. Und wir wissen das, aber die Jugendlichen offensichtlich zu wenig. Viele unserer Mitgliedsbetriebe tun sich schwer, die geeigneten Auszubildenden zu finden, so wie Herr Derks gerade ausgeführt hat. Das heißt, wir haben uns als baden-württembergische Industrie- und Handelskammern überlegt, wie erreichen wir die Jugendlichen, was ist ihnen wichtig, damit wir unsere Argumente für die berufliche Ausbildung platzieren können, und haben daher das Sinus-Institut beauftragt, das genauer zu untersuchen, mit dem Hintergrund, selbst Kompetenz aufzubauen, um in zwei Richtungen zu beraten. Wir IHKs beraten selbst Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche sind, sich orientieren, was sie beruflich machen möchten. Die müssen wir kompetent ansprechen können und eben zielgruppengerecht. Und auf der anderen Seite müssen wir unseren Mitgliedsbetrieben sagen können, was sie tun müssen, um attraktiv zu sein für kommende potenzielle Auszubildende. Und das war der Hintergrund dafür, dass nicht nur diese Studie in Auftrag gegeben wurde, sondern ganz wichtig auch daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet wurden. Denn wir möchten natürlich praxisnah gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen etwas an die Hand geben, damit sie sagen können, wir bieten doch viel, aber es kommt nicht an. Und so können wir vielleicht die Jugendlichen besser erreichen und davon überzeugen, dass der
Weg der beruflichen Bildung ein guter Weg ist, der viele Möglichkeiten eröffnet. Das war der Hintergrund. Die Resonanz war enorm. Also bis heute bekommen wir Anfragen zu der Studie. Wir haben Dutzende von Veranstaltungen regional gemacht, in Arbeitskreisen, an Schulen, bei Kongressen und damit Tausende von Menschen erreicht, sowohl Lehrkräfte als auch vor allem Ausbilderinnen und Ausbilder. Und das hat uns daran bestärkt, auch mit diesen Ergebnissen weiterzuarbeiten und die in unsere eigene Kommunikation, in die Werbung für die duale Ausbildung auch einfließen zu lassen. Wie das genau aussieht, wird Ihnen aber Herr Dr. Kallenbach inhaltlich vorstellen. Na, wo ist die Maus? Ist die Maus entschwunden? Ne. Gerade eben ging es noch. Das ist ja auch nicht. Können Sie? Ne. Sehen Sie? Wenn Sie hier nochmal rausgehen. Ja, ist ja super. Perfekt, ist kein Problem. Ja, ist der Vorführeffekt. Ne? Klassiker. Genau, wer hat noch einen Laptop da, dabei? Da, jetzt rechts in die Ecke, da ist die Maus. Okay, gehen wir oben raus. Und jetzt hier. Hatten Sie schon geöffnet? Nee. Okay, Sie kommen jetzt klar. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Einladung, die Studie Azubis gewinnen und fördern vorstellen zu dürfen. Wir haben im Jahr 2014 1.000 Jugendliche im Rahmen einer Online-Befragung befragt. Die Studie ist repräsentativ für die Internetnutzer im Alter von 14 bis 24 Jahren in Baden-Württemberg und somit mehr oder weniger repräsentativ für die Grundgesamtheit der Jugendlichen dort, da die Internetpenetration in der Alterskohorte fast bei 100% liegt. Ich stelle heute Befunde zu folgenden Themen vor. Zum einen zur Frage, wie nehmen Jugendliche eigentlich die Arbeitswelt wahr? Welche Erwartungen haben sie an den Beruf? Welche Erwartungen haben sie an Unternehmen? Aber auch an die Frage, wie will man denn nicht arbeiten? Also was würde Jugendliche in Unternehmen denn stören? Dann, welche Informationsbedarfe haben Jugendliche bei der Berufsorientierung? Welche Informationsquellen werden als hilfreich eingestuft? Also nicht, welche nutzt man? Das wird oft gefragt, sondern wir haben gefragt, welche sind denn wirklich hilfreich? Und da sehen wir dann Abweichungen zu anderen Studien, die ziemlich deutlich ausfallen. Dann zuletzt noch ein Hinweis zum Thema zielgruppenspezifisch kommunizieren. Unsere These ist, es gibt viel Information, aber relativ viel Information ist nicht zielgruppengerecht aufbereitet und dementsprechend groß fallen die Streuverluste in der Kommunikation aus. Und da möchte ich ein, zwei Beispiele geben. Zunächst zur Wahrnehmung in der Arbeitswelt. Die Hälfte der befragten Jugendlichen äußert das oder nimmt einen Leistungsdruck wahr und äußert Selbstzweifel. Hier zwei Items als Beispiel. Ich mache mir Sorgen, dass ich den Anforderungen der heutigen Berufswelt nicht gewachsen bin. Und ich habe Angst vor dem Leistungsdruck in der Arbeitswelt. Circa 50% Zustimmung. Die jungen Frauen stimmen hier etwas deutlicher zu noch als die jungen Männer. Dann haben wir gefragt, inwiefern man findet, dass im Bewerbungsverfahren zu viel Wert auf gute Zeugnisse gelegt wird. Und da sehen wir einen interessanten Bildungsbias. Die formal niedrig gebildeten stimmen mit 80% hier signifikant stärker zu als die Jugendlichen mit mittlerer und höherer Bildung. Das sehen wir auch in vielen qualitativen Studien zu bildungsbenachteiligten Jugendlichen, dass sie einfach immer wieder betonen, ein Zeugnis ist eigentlich die Signatur unseres Scheiterns. Und wenn sie irgendwo hinkommen, dass sie immer das Gefühl haben, da wird als erstes darauf geguckt und nicht, was man wirklich als Person auch in ein Unternehmen mit hineintragen kann und fühlen sich deswegen in diesem Prozess benachteiligt. Und viele haben deswegen auch immer weniger Lust, auch Bewerbungen zu schreiben, weil sie meinen, am Ende guckt man immer nur darauf, was wir nicht können und nicht auf das, was wir vielleicht außerhalb von Schule noch mit ins Unternehmen bringen können. Interessant ist, dass trotz dieser Unsicherheitswahrnehmungen die Jugendlichen sich einen, wir nennen das Bewältigungsoptimismus, bewahren. Das heißt, sie sehen, die nächsten Schritte sind anstrengend, man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber irgendwie wird man das schon wuppen. 23% sind sich sehr sicher, dass die beruflichen Wünsche in Erfüllung gehen werden, weitere 45% eher sicher. Und wir sehen hier, dass dieser Optimismus mit der Bildung ansteigt.
Ein interessanter Befund war, dass die Auszubildenden in der Stichprobe noch mal signifikant deutlicher der Meinung sind, dass ihre Berufswünsche in Erfüllung gehen werden als der Durchschnitt. 80% versus 68%, das interpretieren wir so, dass die Jugendlichen, die eine Ausbildung ergriffen haben, der Meinung sind, dass sie die richtige Entscheidung damit getroffen haben und dass sie ganz optimistisch davon ausgehen, dass sie in diesem Beruf auch Karriere machen werden. Insgesamt hat die duale Ausbildung ein sehr gutes Image unter den Jugendlichen, und zwar über alle Bildungsgruppen hinweg. Zwei Items zur Illustration. Erfolg im Leben kann man auch mit einer abgeschlossenen Ausbildung haben. Man braucht dazu nicht unbedingt ein abgeschlossenes Studium. Und eine Ausbildung bereitet nicht besser auf den praktischen Berufsalltag vor als ein Studium. Jeweils über 2/3 Zustimmung. Dann haben wir eine Liste von 13 Erwartungen, die man an einen Beruf haben kann, den Jugendlichen vorgelegt. Und hier sehen wir die Top 5. Und als Klammer könnte man sagen, die weichen Faktoren sind zunächst deutlich wichtiger als die monetären Aspekte. Vor allem muss der Beruf Spaß machen. 85% hier Zustimmung. 2/3 sagen, der Beruf soll auch den eigenen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. Er soll sich auch gut mit dem Privatleben vereinbaren lassen, 58% Zustimmung. Und hier ist interessant, dass auch die jungen Männer mit über 50% diesem Statement der Vereinbarkeit von Job und Familie zustimmen. Das hohe Einkommen wünschen sich oder erwarten 51% und die Chance der Selbstverwirklichung auch knapp 50%. Die ersten 4 hier genannten Aspekte tauchen bei beiden Geschlechtern in den Top 5 der wichtigsten Faktoren oder Erwartungen an den Beruf auf. Schauen wir uns das Ende dieser Liste an, also Aspekte, die von weniger als 20% genannt werden. So ist an letzter Stelle, dass der Beruf den Eltern gefallen sollte, dass der Beruf im Freundeskreis gut angesehen sein sollte, mit jeweils weniger als 10% Zustimmung, und das gesellschaftliche Ansehen des Berufs allgemein. Diese letzten 3 Aspekte sind von den bildungsbenachteiligten Jugendlichen, vor allem von den migrantischen Jugendlichen, werden etwas stärker betont als von den Autochtonen. Dann die Erwartung an die Unternehmen direkt. Da ist vor allem das Betriebsklima und die Karriereaussichten zentral. Ja, ein gutes Verhältnis mit den Mitarbeitern und Vorgesetzten, gute Stimmung unter den Kollegen, gute Karriereaussichten, abwechslungsreiche Aufgaben. Alles Punkte, die bei den Mädchen wie den Jungen in den Top 5 der wichtigsten Erwartungen an Unternehmen aufgeführt werden. Das Ende dieser Liste auch hier nochmal gezeigt. Flache Hierarchien, dass ein Unternehmen viele Azubis hat und dass ein Unternehmen international aufgestellt ist, dass es eine kulturelle Diversität gibt, spielt eher eine nachrangige Bedeutung. Das muss man natürlich in dem Gesamtpanorama aller abgefragten Aspekte beurteilen. Also Jugendliche, wenn man sie jetzt in qualitativen Gesprächen fragt, sagen sie natürlich, das ist mir lieber, wenn die Hierarchie flach ist, wenn sich alle gut verstehen, als wenn es so ein generalstabsmäßiges, durchgetaktetes Unternehmen ist. Aber im Vergleich zu den anderen Aspekten ist es eben weniger bedeutsam. So, was würde denn Jugendliche stören? Also wie möchten sie auf keinen Fall Unternehmen, in welchen Unternehmen möchten sie auf keinen Fall arbeiten? Da sagen 60-70% alte Technik am Arbeitsplatz. Das ist das größte No-Go sozusagen, die größte Barriere bei der Entscheidung, oder das könnte das Zünglein an der Waage sein bei der Entscheidung für Unternehmen. Dann Tätigkeiten abseits des Aufgabengebiets. Also man möchte die Sachen auch machen, für die man ausgebildet wird, wo man ein gewisses Selbstvertrauen auch entwickelt hat und nicht irgendwelche Kaffeekoch-Geschichten oder Kopiervorgänge alleine. Dann interessant ist, viele Überstunden und Wochenendarbeit würden auch ca. 60% stören. Wir bringen das auf den Begriff der Zeitsouveränität. Also man möchte schon noch den eigenen Alltag zeitlich bestimmen können und auch noch ein Leben abseits der Ausbildung haben. Dinge, die weniger als 30% stören würden, sind im Team arbeiten, immer pünktlich sein, Kompromisse eingehen, Kritik aushalten und Personalführung übernehmen. Also sehen wir, dass die Jugendlichen doch bereit sind, sich in Unternehmen gut einzubringen, sich weiterzubilden und auch Verantwortung zu übernehmen. Dann haben wir gefragt, fühlst du dich über deine beruflichen Möglichkeiten ausreichend informiert? Und hier zeigt sich, dass die Jugend gespalten ist. 48%
sagen, sie seien ausreichend informiert. 46% hingegen sagen, wir sind nicht ausreichend informiert. Und unter dieser Gruppe der nicht ausreichend Informierten sind die Jugendlichen mit höherer Formalbildung leicht überrepräsentiert und auch die jungen Frauen etwas überrepräsentiert. Jetzt könnte man die These wagen, da die jungen Frauen häufig die besseren Abschlüsse machen, ihnen vielleicht auch sie auch wahrnehmen, dass sie mehr Möglichkeiten haben und deswegen so eine Art Multi-Optionsparalyse eintritt und sie sagen, mir steht so viel zur Verfügung und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich werden soll. Dann haben wir gefragt, welche Informationsbedarfe haben Jugendliche, und da sehen wir erstmal eine hohe Zustimmung mit über 60% bei ganz vielen Aspekten und einen höheren Informationsbedarf bei den jungen Frauen als den jungen Männern. Zum Beispiel ist der wichtigste Informationsbedarf so das Gefühl, welche Jobs passen eigentlich zu meinen eigenen Fähigkeiten. Da haben wir über 80% Zustimmung, was auf eine gewisse Unsicherheit eben hindeutet, dass Jugendliche noch gar nicht wissen, was kann ich eigentlich, wofür bin ich eigentlich richtig gut beruflich geeignet. Dann an zweiter Stelle tauchen die Verdienstmöglichkeiten auf. Dann offene Stellen, wo gibt es eigentlich Jobs für mich? Dann die Bewerbungsvoraussetzung, welche notwendigen formalen Qualifikationen muss ich mitbringen? Welche unterschiedlichen Ausbildungswege gibt es überhaupt? Wir sehen alles Aspekte, über die eigentlich, so glauben wir immer, doch viel kommuniziert wird. Es gibt wahnsinnig viele Broschüren, die Verbände sind aktiv, die Unternehmen sind aktiv, aber dennoch, darauf deuten diese Befunde hin, kommt vieles nicht an. Dann haben wir gefragt, welche Informationsquellen werden als besonders hilfreich eingestuft? Und da zeigt sich ganz klar das Bild, dass diejenigen Infoquellen, wo man unmittelbar Praxiserfahrung sammeln kann oder First-Hand-Insights bekommt von Praktikerinnen und Praktikern, dass das die am hilfreichsten bewerteten Infoquellen sind. Also Gespräche, Praktika und so weiter. Die Internetsuchmaschinen. Da stimmen 42% zu, dass sie hilfreich sind, und die Homepages der Unternehmen 40%. Interessant ist in unseren Beratungsprozessen mit Verbänden und Unternehmen, dass sie immer wieder sagen, was ist denn mit Social Media? Wir hören Social Media, darüber müssen wir die Jugendlichen ansprechen. Und da zeigt sich, dass soziale Netzwerke am Ende der hilfreichen Infoquellenliste rangieren. Das heißt, unsere Empfehlung wäre immer, guckt, dass ihr eine gescheite Internetseite habt, eine gute Karriere-Homepage und Social Media nur dann bedient, wenn ihr Social Media auch social gestalten könnt. Ja? Also haben Jugendliche ein sehr feines Gespür dafür, ob das funktionieren kann, ob da wirklich authentische Informationsflüsse laufen oder nicht. Das Internetangebot der Arbeitsagentur finden 27% hilfreich, die Beratungsleistung der Arbeitsagentur 23%, Jobbörsen ebenfalls 23%. Und interessant ist hier, dass das soziale Nahumfeld, also die Eltern, die Gespräche mit Lehrern, die Gespräche mit Geschwistern, vergleichsweise weniger als hilfreich eingestuft werden, wie eben die unmittelbaren Praxiserfahrungen. So, unsere These wäre jetzt, es fehlt weniger an Informationen, als vielmehr an der zielgruppenspezifischen Aufbereitung von Informationen. Und das wissen wir auch auf Basis von ganz vielen Beratungsprojekten, die wir haben mit Verbänden, mit Unternehmen. Da bekommen wir dann Ausbildungsbroschüren, Plakate, kurze YouTube-Clips gezeigt. Und auf die Rückfrage, habt ihr das denn mit Jugendlichen erarbeitet? Wurde das mit Jugendlichen gespiegelt? Finden die sich da wieder? Kommt immer. Aber wir haben halt die Agentur ihren Job machen lassen und haben mal geguckt, dass die es so gut wie möglich irgendwie hinbekommen. Und wir merken immer wieder, wenn das nicht peer-to-peer-mäßig läuft, tappt man immer wieder in die gleichen Fallstricke. Das heißt, wir müssen gucken, welche Tonalität spricht welche Zielgruppe an, über welche Touchpoints kann ich welche Zielgruppe erreichen und über welche Bildsprache muss ich fahren und so fort. Und aus diesem Grund hat die IHK damals uns gebeten, dieses Gesellschafts- und Zielgruppenmodell der Sinusmilieus mit in diese Studie einzuspeisen und dann die Befunde eben nicht nur nach Demografie auswerten lassen zu können, sondern auch nach Zielgruppen. Und ich habe jetzt mal zwei kleine Beispiele mitgebracht aus diesem Panorama der 7 von uns identifizierten Lebenswelten. Nennen wir eine Gruppe experimentalistische Hedonisten, sind spaß- und szeneorientiert, nonkonformistisch drauf, leben im Hier und Jetzt. Das sind Originalbilder aus diesen Jugendzimmern dieser Gruppe.
Eine andere Gruppe, die wir gefunden haben, nennen wir sozialökologische, nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte Jugendliche mit sozialkritischer Grundhaltung und Offenheit für alternative Lebensentwürfe. Jetzt sehen wir hier schon auf Basis der Wohnzimmer oder der Jugendzimmer der Kinder, dass es eine andere Alltagsästhetik dominant ist. Und dementsprechend muss man diese Alltagsästhetiken aufgreifen in der Kommunikation. Beispielsweise haben wir mal eine Beratung gemacht für jemand aus dem Landschafts- und Gartenbau. Und da sah man dann Jugendliche in grünen, oder in Blaumännern, in Latzhosen. Und die sagten, aber wir wollen diese experimentalistischen Hedonisten erreichen. Nur ist eben ein blauer Latzanzug, der von jedem getragen werden soll, entspricht nicht gerade dem Individualitätsdrang dieser Jugendlichen. Und dann sah man eine Alltagsästhetik von Nagelschere geschnittene Vorgarten-Langeweile, wo Jugendliche in Fokusgruppen dann sagen, das erinnert mich an die Landesgartenschau, irgendwie, wo ich mit meinen Eltern hin muss und das ist irgendwie nicht so Natur, wie ich sie jetzt begreifen würde. Und da sehen wir, man muss eben die Zielgruppe so adressieren, wie die eigenen ästhetischen Präferenzen sind. Hier ein Beispiel, wie das Handwerk Kampagnen gestaltet hat. Da sehen wir, dass für diese Gruppe der Experimentalisten ganz milieutypische Ankerwerte aufgegriffen werden, wie Unabhängigkeit, Abenteuer, Abwechslung, Selbstverwirklichung, Coolness, Ekstase, Mobilität. Ja? Und das gleiche Anliegen für eine andere Gruppe mit den gleichen Slogans, aber unterschiedlicher Bildsprache und unterschiedlichen transportierten Werten abgebildet wurde, nämlich Freiheit, Abenteuer, Mobilität, Individualität, Unverfälschtheit, Nachhaltigkeit. Und so würden wir sagen, als Institut, das jetzt diese Daten eigentlich nur sammelt, um darauf aufbauend Zielgruppen besser strategisch einstufen zu können, dass es Sinn macht, nicht nur die Jugend als quasi monolithischen Block zu verstehen, sondern immer zu schauen, auch innerhalb der Schulniveaus, wie unterschiedlich gestalten sich die Lebenswelten aus und welche Gruppe möchte ich erreichen und welche Kampagnen muss ich damit fahren. Wenn Sie das interessiert, es gibt zahlreiche Publikationen zum Gratis-Download. Auch heute erschien eine Studie, Deutschland ist das Land der Chancen, wo es um die Berufsorientierungen junger Geflüchteter geht. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kallenbach, für diese interessanten Ausführungen. Da hätte es jetzt sicherlich auch schon Gesprächsbedarf gegeben, aber wir haben vereinbart, dass wir jetzt gleich weiterfahren und ich darf alle Sachverständigen und Kollegen bitten, dass sie sich ihre Fragen sozusagen notieren. Wir kommen dann zum Vortrag von Ihnen, Professor Hurelmann. Sie sind seit 1975 Universitätsprofessor und das darf man sicherlich sagen, einer der wohl bekanntesten und renommiertesten Jugendforscher unseres Landes. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung vor allem mit der Verbindung von Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik. Sie haben an der Universität Bielefeld lange das Institut für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik geleitet. Seit 2007 sind Sie Direktor des von Ihnen mitbegründeten Berliner Instituts für Gesundheits- und Bildungsforschung und seit 2009 Senior Professor of Public Health and Education an der Hardy School of Governance. Sie haben zahlreiche Standardwerke publiziert, eine ganze Vielzahl von bekannten Kinder- und Jugendstudien geleitet. Darunter gehört seit 2007 auch die Koordinierung eben der Shell-Jugendstudien, um die es heute schwerpunktmäßig geht, oder jüngst die wissenschaftliche Begleitung der sehr interessanten McDonald's-Ausbildungsstudien. Sie sind immer wieder Mitglied in Expertenräten, unter anderem beim Bundesinnen- oder auch beim Bundesgesundheitsministerium. Sie haben freundlicherweise, ich habe es gesagt, zwei Dokumente für diese Sitzung zur Verfügung gestellt. Zum einen ein Thesenpapier als Kommissionsdrucksache 1928-37, wo Sie die Herausforderungen beleuchten, vor der junge Menschen stehen. Und dann auch die Broschüre Jugend 2015 zur 17. Shell-Jugendstudie als Kommissionsdrucksache 1928-38. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Professor Hurelmann. Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen, mit welchen Kriterien die Angehörigen der jungen Generation an den Beruf herangehen, also wie tickt die junge Generation in puncto Beruf, dann ist es, glaube ich, nützlich, mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, welche Generationen sind denn heute im Beruf? Mit wem haben es denn die jungen Leute da zu tun? Auf wen treffen sie denn? Und das ist bedeutsam, weil dann sehr schnell uns auffällt, dominant, zahlenmäßig vorherrschend ist heute im Beruf die sogenannte Generation der Babyboomer. Wie der Name schon sagt, sind das sehr viele. Das sind die über 50-Jährigen, mal so vereinfacht gesagt.
groß geworden in Wirtschaftswunderzeiten, groß geworden in einer Situation in Ostdeutschland und in Westdeutschland, galt das zu der Zeit, groß geworden damit, sich durchzusetzen von der 68er-Generation meiner davor, die aus dem Berufsleben überwiegend ausgeschieden ist, haben die Babyboomer gelernt, wie man Politik macht, wie man Machtpositionen besetzt, wie man strukturiert, wie man gestaltet. Eine äußerst erfolgreiche Generation. In den meisten Unternehmen heute die Hälfte des Personals, die dieser Generation angehört, in der Politik ja eindeutig auch. Also eine starke Generation. Und jeder, der da nachgekommen ist, muss sehen, wo er bleibt und sich seine eigene Position erkämpfen. In der Forschung ist uns das besonders aufgefallen bei der Generation der etwa 1970 bis 1985 Geborenen. Also das wären dann ungefähr die 35- bis 50-Jährigen. Es ist natürlich immer etwas willkürlich, solche Jahresfenster zu schneiden. Aber die Situation hatte sich geändert. Das ist eine Generation, die ist groß geworden in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Man konnte aber noch so gerade unter der Krisenwolke durchsegeln, stand aber von Anfang an im Schatten dieser starken, einflussreichen Babyboomer-Generation und hatte es so gesehen auch von Anfang an schwer, sich durchzusetzen. Die Geburtenzahlen sind innerhalb von wenigen Jahren um die Hälfte gesunken. Das ist also gar keine starke Generation von den Zahlen, von der demografischen Situation her. Und so kommen wir zu der Generation, die oft als Generation Y bezeichnet wird. Diese heute 35- bis 50-Jährigen haben die Bezeichnung der rätselhaften Generation Generation X bekommen, weil sie mit ihrer unsicheren Situation im Grunde auf der Stirn in den Beruf hineingegangen sind. Und so hieß die nächste die Generation Y, die fragende Generation, die Warum-Generation, findet ganz andere Ausgangssituationen jetzt vor. Denn nun war nicht mehr zu übersehen, wer also vor 2000 geboren wurde, seine Jugendzeit nach 2000 hatte, dass man in einer Krisenzeit war. Wir haben auch in Deutschland 2007, 2008 gespürt die Weltwirtschaftskrise mit einem hohen Anteil von Jugendarbeitslosigkeit und keiner Garantie für junge Leute, dass sie in Ausbildung und Beruf kommen. Wenn man das noch kombiniert mit politischer Unsicherheit, Anschlag auf die Hochhäuser in New York, Terror, wenn man das kombiniert mit Umweltkrisen, Fukushima, wird deutlich, das ist eine Generation, die richtig eine verunsichernde Ausgangssituation hatte. Und das in digitalen Zeiten, die erste Generation, die digital groß geworden ist. Also ein sehr, sehr starker Impuls. Und alle Studien, die wir haben, auch die Sinus-Studien und die schon erwähnten Shell-Jugendstudien, McDonalds-Ausbildungsstudien, viele andere zeigen, das macht pragmatisch und nüchtern, also so bei der Mehrzahl der jungen Leute, die dieser Generation angehören, da kommt so ein Schuss Opportunismus, Entscheidungsunsicherheit hier auch schon zu erkennen. Man muss flexibel und offen sein, vorsichtig sondieren. Man weiß nicht genau, welche Ausbildung die richtige ist. Also ein bisschen taktieren, kalkulieren. Ungewissheit, Unsicherheit ist die Zukunftsperspektive und darauf muss ich mich einstellen. Ich muss irgendwie sehen, mit einer offenen, fragenden Haltung, Generation Y, Generation Warum, daher diese Metapher, zurechtzukommen. Und ich muss alles auf meine persönliche Situation beziehen. Und die jüngste Generation, mit der wir es jetzt heute überwiegend zu tun haben, also die unter 20-Jährigen, die nach 2000 geboren wurden, finden wiederum eine veränderte Situation vor. Jetzt sehr deutlich hat sich die Wirtschaftslage verändert. Das ist für unser Thema, klang ja eben schon durch, von ungeheurer Bedeutung. Wer jetzt groß wird, der muss nicht mehr zittern, in Ausbildung und Beruf zu kommen. Der Arbeitsmarkt hat sich gedreht, spätestens seit 2010. Man verbringt seine Jugendzeit als einer, der nach 2000 geboren wurde, in der Gewissheit, dass man in Ausbildung und Beruf hineinkommt. Diese existenzielle Unsicherheit ist weg. Das macht wahrscheinlich sehr politisch, wie wir heute sehen, gestattet ist, über Dinge nachzudenken, über die die Generation davor, die eher unpolitisch war, jedenfalls in ihren Aktivitäten, gar nicht nachdenken konnte. Was finden wir für eine Ausgangssituation, wenn wir das so betrachten in dieser Generationenperspektive? Das würde ich in vier Punkten mal zusammenfassen, was wir aus den Studien haben. Erstens, diese jungen Leute, die erleben das Bildungssystem und das Berufssystem als zwei weit auseinander gedriftete
Inseln. Die sind voneinander weggetrieben. Man weiß überhaupt nicht, wie es jeweils in dem anderen Bereich aussieht. Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht, wie es in der Berufswelt aussieht. Die Berufsangehörigen wissen nicht, wie es in der Schule aussieht, um es im Bilde zu sagen. Und in einer solchen Situation muss ich irgendwie reagieren. Und genau wie die Generation davor reagieren die heutigen jungen Leute, angetrieben durch ihre Eltern, mit Optimierung ihrer Abschlüsse. Ich will nicht zu denen gehören, die vielleicht auf der Strecke bleiben. War bei der Y lebensnotwendig, bei der jüngsten Generation, oft Generation Z genannt, wahrscheinlich wird sie mal Generation Greta heißen oder so ähnlich, ist das auch noch aktuell. Man möchte Abitur machen, um nicht zu denen zu gehören, die irgendwie auf der Strecke bleiben. Und die Eltern sind die, die drängen. Also ein gewisser unterschwelliger Leistungsdruck, hohe Abschlüsse, instrumentelles Denken, mit einem hohen Abschluss komme ich weiter, Kosten-Nutzen-Kalkulation von der Generation davor übernommen. Frauen besonders erfolgreich. Frauen haben das Zeitfenster voll ausgenutzt, sind heute in allen Belangen bildungsmäßig besser als die jungen Männer, haben auch ihre Rolle modernisiert, haben diese Multi-Optionsrolle aufgenommen, von der Marc Kallenbach eben schon gesprochen hat, und sind damit sehr agil. Das geht bis in den beruflichen Bereich hinein. Unternehmen, die diese jungen Frauen heute gewinnen, haben in der Regel einen sehr guten Entschluss gefasst und kriegen entsprechende Impulse. Der zweite Punkt aus den Studien, den wir ablesen können, ist, die Wichtigkeit und die Wertigkeit der Berufswahl ist für die jungen Leute nach wie vor sehr, sehr hoch. Er ist fast schon so hoch, wie wir gerade gesehen haben, dass einem ein bisschen schwummerig werden kann. Vom Beruf erwartet man alles, eine persönliche Sinnerfüllung. Da möchte man sich einbringen. Das soll einem ganz persönlich auf den Leib geschneidert sein. Die Verwirklichung der Träume, die man in der Ausbildung, in der Schulzeit so noch nicht umsetzen konnte, weil man da noch taktieren musste, um einen guten Abschluss zu kriegen. Jetzt soll sich das sozusagen auflösen, und deswegen kommen die sehr gut Gebildeten, wir haben ja schon etwa 55%, die das Abitur schaffen, kommen mit sehr, sehr immateriellen, sehnsuchtvollen Vorstellungen in den Beruf hinein. Man möchte sich diesen Beruf verwirklichen und erfüllen. Das bedeutet gleichzeitig, dass man offen ist, dass man Schwierigkeiten hat, sich festzulegen. Herr Kallenbach hat das eben ja dargestellt, weil man so viele Optionen hat. Wir haben mal so eben kurz 300, wie viel sind es jetzt, 65 Berufsbildungswege im dualen System, aber schlappe 12.500 Bachelorstudiengänge. Ja, wer kann da eine Übersicht haben, was das Richtige ist? Es geht einfach gar nicht so objektiv und möglich zu entscheiden, was ich will, was ich kann und wie ich mich entscheide. Je besser ich ausgebildet bin, desto schwieriger wird es. Wenn ich eine schlechtere Ausbildung, also einen schlechteren Schulabschluss habe, ist der Entscheidungsspielraum nicht so groß. Deckt sich mit dem, was Herr Kallenbach eben mit Daten unterlegt hat. Die Suche nach Sicherheit ist da. Aber man ahnt, dass man sich leisten kann, auch eine unsichere Sache zu wählen, wenn Sicherheit bedeutet, festgeklebt zu sein und irgendwo eingesperrt zu sein. Das soll schon Freiheit und eben persönliche Entfaltung ermöglichen. Dritter Punkt, den wir aus den Studien ableiten können, durch diesen Sog, das ist so ein richtiger Fahrstuhlsog zu hohen Abschlüssen. Abi ist zum Standardabschluss geworden. Wer das Abi nicht macht, muss sich schon rechtfertigen. Das ist heute die Minderheit. Das bedeutet, wer da unten geblieben ist, keinen guten Abschluss geschafft hat, gar keinen Abschluss geschafft hat, keinen Ausbildungsabschluss anschließend schafft, der steckt heute ganz schön in der Klemme. Das hat sich verschärft. Da ist also die Schere auseinandergegangen. Und man kann mal etwas zugespitzt sagen, im Unterschied zu vorherigen Generationen, ist jemand mit einer bescheidenen Schulausbildung und vielleicht keiner guten Berufsausbildung heute fast ein Bildungsverlierer und gehört zu denen, wie wir in den Studien manchmal sagen, etwas aufpassen mit dem Begriff sozial Abgehängten. Das soll aber nur signalisieren, dass man den Anschluss nicht geschafft hat und das Tempo nicht mithalten kann. Und diese Offenheit, die offenbar ja die 80% geschafft haben, nicht mitkriegen kann. Denn 20% sind es etwa. Es deckt sich zum Teil mit den Milieus der Sinusstudie. Wenn wir es querlesen in den anderen Studien, kommen wir immer wieder darauf, dass etwa ein Fünftel einer jungen Generation hier reinzurechnen ist.
Und das sind ganz überwiegend junge Männer. Wir haben ganz eindeutig ein Männer-Frauen-Problem. Ich finde, das gehört ganz dringend mit auf Ihre Tagesordnung hier. Wir dürfen die Augen nicht verschließen, dass irgendwas mit der Bildung und der Ausbildung der jungen Männer nicht mehr funktioniert. Die verlieren ganz früh schon in der Grundschule den Anschluss. Und wir kriegen sie später nicht mehr in die verschiedenen Ausbildungsschritte hinein. Vierter wichtiger Punkt, mal so ausgegriffen. In dieser Unsicherheitslage ist etwas eingetreten, was eigentlich so keiner prognostiziert hatte, eine enge Bindung an die Eltern. So dicht wie heute ist eine junge Generation selten an den Eltern dran gewesen. Die Eltern sind, in allen Studien haben wir das übereinstimmend, das wichtigste Modell für die eigene Lebensführung. So wie die das machen, so will ich das auch machen. Die haben es geschafft. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es schaffe in dieser unsicheren Welt. Also orientiere ich mich an den Eltern. Die Eltern sind auch die wichtigsten Bildungs-, Schul- und Berufsberater. Nichts ohne meine Eltern. Ich kriege Einladungen von Industrie- und Handelskammern zu Berufsinformationsveranstaltungen für Jugendliche, für Schulabgänger. Sagen mir dann die Referentinnen, seien Sie jetzt nicht überrascht, die kommen nicht, die Eltern kommen, die Mütter kommen und notieren für ihre Töchter und ihre Söhne, was da an Informationen ist, übernehmen treuhänderisch die Rolle, denn die Tochter hat gerade etwas Dringlicheres zu tun, als sich um diese Dinge zu kümmern. Also die Eltern werden zu Sachwaltern, die Eltern werden zu Mentoren, werden zu ganz wichtigen Beratern. Und das bedeutet auch, wir müssen sie unmittelbar einbeziehen in diesen ganzen Berufswahlprozess. Bedeutet auch, ein Zeichen ist das dafür natürlich, wie groß die Unsicherheit ist. Dass man also die vertraute Person sucht, von der man weiß, die bemogelt mich nicht, die rät mir nicht irgendeinen Beruf aus Konjunkturgründen oder aus sonstigen, sondern die weiß, wer ich bin und gibt mir eine persönliche Information. Und deswegen haben die Eltern diese Schlüsselrolle. Was kann man daraus folgern? Nur in Stichworten zum Schluss für die Diskussion. Ich habe es in diesen Punkten zusammengefasst. Wir müssen heute also aufpassen, mit wem wir es da zu tun haben. Mit einer jungen Generation, die wahrscheinlich so viele Chancen hat, wie es lange keine Chancen mehr gegeben hat für eine junge Generation. Die ist digital groß geworden, die Jüngsten ja noch deutlicher als die 20- bis 35-Jährigen. Denkt digital, hält alles für möglich, auf dem digitalen Kanal zu machen, hat aber dadurch Stärken und Schwächen. Die Stärke liegt darin, dass eine intuitive digitale Fähigkeit da ist, weil unsere Schulen aber völlig patzen und überhaupt nichts machen im Digitalbereich. Beim Schuleintritt muss man seine Geräte abgeben. Schule ist ein gerätefreier, ein digitalfreier Raum, finde ich katastrophal, die Botschaft. Digitale Geräte sind für die Freizeit, haben aber nichts mit der Schule zu tun. Sind die jungen Leute nicht trainiert? Sie wissen nicht, wie man professionell mit seinem Smartphone, wie man professionell mit Netzwerken umgeht und sie wissen auch nicht, wie man das einsetzt. Sie haben die Intuition, aber nicht die Kompetenz. Und da müssen wir dringend ran und aufpassen, dass wir das Kapital, was diese junge Generation hat, durch ihre intuitive Zugangsweise zum Digitalen, dass wir das nicht verspielen. Sie sind eigentlich Vorreiter moderner Entwicklung. Mit denen kann man alles machen. Wenn man die richtig ins Unternehmen reinkriegt und ihnen die richtigen Aufgaben gibt, kann man diese Blockade, die die Babyboomer-Generation den Digitalen gegenüber natürlicherweise hat, auflösen. Man kann intergenerationale Gruppen bilden und wichtige Herausforderungen im Betrieb damit angehen. Aber es geht nur übergenerational. Diese junge Generation hat erkennbare Schwächen, Konzentrationsschwächen. Sie hat die Schwächen in der Ausdauer. Das ist natürlich die Kehrseite dieser digitalen Kompetenz oder dieser digitalen Intuition. Und die gehören mit in die Diskussion und die gehören mit in die Debatte. Und ich habe gesagt, die haben einen starken männlich-weiblich Schlagseite. Das ist ein Männerproblem, zugleich mit einem Ausbildungs- und Nachholausbildungsproblem. Wir brauchen andere Formen von Schule und Ausbildung, solche, die viel stärker die jungen Leute beteiligen und die dringend eben auch probeweise in die digitale Schiene mit reingehen. Wir müssen sehen, dass das Abitur so attraktiv ist.
zu versuchen, das duale Ausbildungssystem dadurch zu stärken, dass man dafür sorgt, dass weniger Leute Abitur machen, ist ein völliger Irrweg. Erstens funktioniert es nicht, weil die Eltern die Kinder weiter drängen werden. Die Länder um uns herum haben 70% Abitur. Wir steuern jetzt auf 55% zu. Wir werden auch bald 70 haben. Abitur ist Standardabschluss. Müssen wir begrüßen. Auch der Handwerksmeister, die Handwerksmeisterin hat das zu begrüßen. Super Abschluss. Aber das bedeutet doch nicht automatisch ein Studium aufnehmen, sondern das bedeutet, ich habe jetzt alle Möglichkeiten frei. Und das duale System muss darauf achten, dass es gerade diese interessanten und cleveren Abiturientinnen und Abiturienten, die die Mehrzahl ja dann ja auch schon bilden, dass es die mit gewinnt. Also wir brauchen hier eine Neuaufstellung, viele hybride Strukturen, das duale System und das akademische System viel dichter aneinander zu rücken gehört, auf jeden Fall mit zu den Herausforderungen. Schlussbemerkung, sind heute drei Generationen schon in den Unternehmen. Die Babyboomer, die Generation X, Golf dazwischen, die Generation Y, die müssen sich arrangieren. Schon durch die Generation Y kommen viele neue Impulse. Jetzt kommt aber eine Generation, die ganz anders tickt und nicht nur Fridays for Future-Demonstrationen als Symptom mit vor sich herträgt, sondern ein völlig anderes Selbstbewusstsein hat. Und nun müssen wir aufpassen, dass wir die gewinnen, dass wir denen Spielräume geben, denen tolle Chancen geben, sehen, wie sie ticken und die Frage umdrehen, wie tickt die Jugend in puncto Beruf, wie tickt der Beruf in puncto Jugend, ist für mich genauso wichtig wie die andere Frage. Danke. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen, Professor Hohlmann, für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Und wir würden jetzt den dritten Block beginnen, unsere Gesprächsrunde, moderiert von Ihnen, Frau Dr. Schnitzler vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Sie sind als Diplompsychologin seit 2009 dort tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Konzeptkompetenzentwicklung, Berufswahl, Berufswahlkonzepte, die Rolle der Berufsorientierung und der Übergang in die Ausbildung. Sie haben im Rahmen eines BIP-Forschungsprojektes Bildungsorientierung mit den Daten des Nationalen Bildungspanels die Frage untersucht, was Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums zur Aufnahme einer beruflichen Bildung bewegt. Das knüpft also an das an, was Professor Hohlmann gerade ja vorgestellt hat. Einige Ihrer Erkenntnisse aus diesem Aufsatz, der da entstanden ist, Abi und dann, werden Sie innerhalb der moderierten Runde gegebenenfalls oder ebenfalls nachher noch kurz selber vorstellen. Dieser Aufsatz wurde an die Mitglieder der Kommission verteilt. Er ist auf der Internetseite der Enquete-Kommission abrufbar, Kommissionsdrucksache 19-2835. Wir haben auch noch eine Stellungnahme des DGB-Bundesvorstandes, Abteilung Jugend und Jugendpolitik, zugesandt bekommen, die gemeinsam mit der NGG entstanden ist. Unserem Leitfragenkatalog auch diese abrufbar auf der Seite und als Kommissionsdrucksache 19-2840. Unsere beiden jungen Gäste werden Sie vorstellen, Frau Dr. Schnitzler. Schön, dass Sie heute da sind, dass Sie da sind, Frau Krüger, Herr Weingärtner. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf das Gespräch mit Ihnen. Frau Schnitzler, Sie haben das Wort. Danke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, über dieses sehr wichtige und spannende Thema hier in dieser Runde sprechen zu können. Und wie Herr Dr. Kallenbach schon sagte, ist es wichtig, mit der Zielgruppe zu reden, die Zielgruppe zu Wort kommen zu lassen. Deshalb freue ich mich sehr über meine beiden Gäste. Zum einen Frau Krüger, die sich nach ihrem Abitur bei Hilton Hotels München zur Hotelfachfrau ausbilden ließ und seitdem auch dort arbeitet. In ihrem zweiten Ausbildungsjahr wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden der Jugendauszubildendenvertretung gewählt, engagiert sich seit letztem Jahr auch im Betriebsrat und zusätzlich auf Landes- und Bundesebene auch noch bei der NGG und dem DGB. Und darüber hinaus studiert sie inzwischen auch an der LMU München Wirtschaftspädagogik. Dann möchte ich auch Herrn Weingärtner herzlich begrüßen. Er absolvierte nach der Schulzeit zunächst eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei Nürnberg Messe. Anschließend machte er sein Fachabitur und aktuell bereitet er sich auf dem zweiten Bildungsweg an einer beruflichen Oberschule in Nürnberg auf das ja nun unmittelbar bevorstehende Abitur vor. Und darüber hinaus ist er auch Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Ja, herzlich willkommen auch an Sie beide. Sie haben ja beide schon mal die Entscheidung für einen Beruf getroffen, für Ihren Ausbildungsberuf. Meine erste Frage wäre daher, um auch anzuschließen an das, was die Vorredner gesagt haben, welche Kriterien waren für Sie bei der Berufswahl wichtig damals? Welche sind es vielleicht heute, falls sich da etwas verändert hat?
Sie, Frau Krüger, haben ja Ihre Ausbildung nach dem Abitur begonnen. Das heißt, Ihnen hätte prinzipiell auch die Möglichkeit offen gestanden zu studieren. Deshalb wäre meine zweite Frage an Sie auch direkt, ob diese Entscheidung für den Bildungsweg Ausbildung als solche auch eine Rolle gespielt hat. Ja, auch von meiner Seite hallo. Schön, dass ich da sein kann, auch wenn es mich einen zünftigen Fußmarsch durch Berlin heute gekostet hat. Ja, zu der Frage nach den Kriterien für meine Berufswahl. Gerade in der Abwägung zwischen Studium und Ausbildung war besonders wichtig der Aspekt der Unabhängigkeit von den Eltern tatsächlich. Obwohl Professor Hurrellmann gerade gesagt hat, man ist in meiner Generation besonders an die Eltern gebunden, war es doch sehr wichtig für mich, einfach eigenes Geld zu verdienen. Ich habe es jetzt nicht von zu Hause raus geschafft. Dafür hat die Ausbildungsvergütung dann nicht gereicht, um in München eine eigene Wohnung zu haben. Aber doch, um einfach ein bisschen finanziell unabhängig zu sein, sich auch was Eigenes leisten zu können und auch das Gefühl zu haben, selber was geschafft zu haben, unabhängig davon. Kriterien für die Wahl des Ausbildungsbetriebs, also für einen großen Konzern, war für mich einerseits die Lage. Ich wohne außerhalb von München, eben noch zu Hause. Das sind ungefähr 38 Kilometer bis 40 Kilometer zu pendeln. Da habe ich eine Lage gesucht, mit der ich sowohl öffentlich als auch mit dem Auto gut hinkommen kann. Und ich habe mich für einen großen Betrieb entschieden, eine Hotelkette, weil mir eben doch die Arbeitsbedingungen wichtig waren. Ich hatte in der 10. Klasse ein Praktikum absolviert in der Branche, aber in einem Familienbetrieb. Und da war doch spürbar, dass in einem Familienbetrieb das Arbeitsaufkommen noch intensiver war. Und ich dachte, in einem großen Betrieb, in der Kette, würde das alles dann viel geregelter ablaufen und deshalb dann auch der Entscheid für eine große Kette. Herr Krüger, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zu Ihrem Ausbildungsberuf gekommen? Ich schließe mich an. Vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ich hatte nur einen kurzen Fußweg, deswegen war es für mich nicht ganz so schlimm. Was hat mich dazu gebracht, meine Ausbildung auszusuchen? Also ich hatte davor schon die Möglichkeit, mich bei Veranstaltungen zu engagieren. Das heißt, ich habe Veranstaltungskaufmann bei der Nürnberg Messe gelernt und wollte eigentlich das Wissen ein bisschen fundiert haben. Das heißt, ich wollte wirklich aus der Ausbildung Wissen mitnehmen. Natürlich war für mich auch eine Unabhängigkeit beziehungsweise auch natürlich das gute Gehalt, was die Messe dort gezahlt hat, auch sehr ausschlaggebend. Also bei uns in der Klasse waren wir, also erstens gab es bei uns keine einzelindividuellen Personen, sondern die Messe, also sprich die 8 Auszubildenden aus dem Betrieb waren quasi gemeinschaftlich eine Gruppe. Wir haben aber auch mit Abstand am meisten verdient und daher war natürlich unser Ansehen in der Klasse recht hoch, auch natürlich, weil wir bei einem namhaften international tätigen Unternehmen tätig waren, aber natürlich auch eine andere Ausbildungsvergütung hatten. Also teilweise haben wir das Dreifache verdient wie andere Kollegen, die da auf jeden Fall eigentlich dieselbe Arbeit gemacht haben und sogar teilweise wahrscheinlich körperlich anstrengender war als unsere. Was besonders ausschlaggebend für mich für die Nürnberg Messe war, beziehungsweise auch für den Ausbildungsberuf, sind die flachen Hierarchien in dem Arbeitsbereich. Also sprich, sie müssen recht frei agieren können als Veranstalter. Das war eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, warum ich eben mich schlussendlich dann für diesen Beruf speziell in diesem Haus entschieden habe. Für mich war allerdings auch noch wichtig, dass es ein Beruf ist, der gesellschaftlich akzeptiert ist. Also ich hätte mir persönlich jetzt schwer getan, Berufe aufzunehmen oder Berufe anzunehmen, die vielleicht nicht dieses gesellschaftliche Standing haben wie andere. Das war definitiv für mich auch noch ein wichtiger Grund, warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Ja, vielen Dank. Ich möchte mal das Stichwort Eltern aufgreifen. Sie, Frau Krüger, hatten das schon gesagt, dass Sie sich gerne unabhängig machen wollten. Nichtsdestotrotz wäre jetzt die Frage nach der Rolle Ihrer Eltern, Ihrer beider jeweiligen Eltern im Berufsorientierungsprozess. In unserem Projekt haben wir in verschiedenen Studien herausgefunden, wie ja auch Herr Hohemann schon sagte, dass die Eltern eine große Rolle spielen. Zum einen natürlich als Informationsgeber in der Berufsorientierung, aber wir haben auch verstärkt danach geschaut,
welchen Einfluss die Erwartungen und die vermuteten Reaktionen bei den Eltern im Berufsorientierungsprozess haben. Also in der Studie, die der Herr Vorsitzende eben genannt hat, zu den Abiturienten zeigte sich eben, dass Jugendliche viel eher wahrscheinlich dazu neigen, eine Ausbildung anzustreben, wenn ihre Eltern sich auch wünschen, dass sie eine Ausbildung machen. Und zum anderen, dass es die Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung zu planen, erhöht, wenn man glaubt, das berufliche Niveau und den beruflichen Status der Eltern durch eine Ausbildung erreichen zu können und dazu nicht erst studieren zu müssen. Deshalb würde mich schon interessieren, wie das bei Ihnen beiden war. Haben Ihre Eltern mit Ihnen über Ihre Erwartungen geredet, was Ihre Berufswahl angeht? Oder hatten Sie den Eindruck, die haben da gar keine Erwartungen? Und welche Rolle hat das dann letztendlich auch für Ihre Entscheidung gespielt? Möchten Sie anfangen? Gerne. Also ich hatte das Glück, dass meine Eltern bzw. meine Mutter mir dort eigentlich sehr viele Freiräume gelassen hat. Also meine Mutter ist Intensivkrankenschwester in einem Krankenhaus. Den einzigen Rat, den sie mir nur gegeben hat, ist, diesen Beruf nicht zu wählen. Den habe ich auch befolgt. Ansonsten hat mir meine Mutter da wirklich sehr viel Freiräume gelassen. Ihr war es wichtig, dass ich mich irgendwo verwirklichen kann und wirklich einen Beruf wähle, der, wie Sie auch gesagt haben, wirklich individuell auf die Jugendlichen zugeschnitten ist. Das war für meine Mutter mit das Ausschlaggebendste und dass ich mich darin wohlfühle, beziehungsweise dort auch meine Ideen verwirklichen kann. Ja, meine beiden Eltern sind Akademiker, also eine Akademikerin und ein Akademiker. Und sie haben mich auch sehr unterstützt bei meiner Suche nach dem richtigen Beruf. Kurz vor dem Abitur waren dann noch die zwei Optionen Hotelfach und Medizin im Rennen. Ich hatte über meine Liebe zur Biologie, die ich erst in der Oberstufe entdeckt habe, hatte dann auch Medizin ins Auge gefasst. Da war schon eine leichte Tendenz in die Richtung spürbar, was die Unterstützung anging. Aber trotzdem haben sie mich auch bei der Ausbildung sehr unterstützt, bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs und haben mich dann auch ausgehalten während der Zeit, in der ich dann auch manchmal, nachdem ich den ganzen Tag freundlich zu fremden Menschen war, zu Hause vielleicht nicht mehr ganz so freundlich gestimmt war. Und auch bei meinem jetzigen Studiengang ist es tatsächlich auf Anraten meines Vaters erst dieser Studiengang geworden. Da hatte ich mich noch gar nicht so eindrücklich mit den verschiedenen Facetten der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge befasst, aber da kam eben auch der Impuls schon von elterlicher Seite. Also insofern nach dem Ausbruch in die Ausbildung bin ich dann wieder mit elterlicher Beratung dann noch zum Studium gekommen. Andere Personen im sozialen Umfeld, die ja sehr wichtig sind, sind ja auch die Freunde. In der Auswertung, die diesem Beitrag, den Sie alle bekommen haben, zugrunde liegt, haben wir auch herausgefunden, dass die Bildungswege der Freunde oft einhergehen mit den Bildungswegen der einzelnen Jugendlichen. Sprich, wenn im Freundeskreis die Mehrheit Richtung Studium tendiert, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Jugendliche sich ebenfalls Richtung Studium orientiert und umgekehrt. Deshalb wäre meine nächste Frage, wie sehr das Thema Berufswahl überhaupt ein Thema war in Ihrem Freundeskreis und auch, ob Ihre Freunde ähnliche Bildungs- und Berufswege verfolgen, wie Sie dies tun. Meine Freundinnen haben sehr klar ein Studium angestrebt nach dem Abitur. Sie haben beide Betriebswirtschaftslehre studiert und waren nicht so richtig begeistert von meiner Wahl, jetzt eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu machen, weil sie natürlich das Studierendenleben voll ausgekostet haben und ich immer die war, die halt keine Zeit hatte. Insofern muss ich sagen, sie haben es schon mitgetragen, aber sie waren nicht unbedingt erbaut von der Entscheidung und konnten es auch nicht so gut nachvollziehen, dass ich mich dann nach dem Abitur für eine Ausbildung entschieden habe. Haben Sie denn vorher auch viel im Freundeskreis über das Thema Berufswahl gesprochen? Hatten Sie auch gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel Berufsorientierung in der Schule oder dass Sie zusammen auf einer Messe waren oder sowas? Ja, durchaus. Also wir waren zusammen, dadurch, dass wir zusammen auf der Schule waren, auch auf einer Abiturmesse. Mit einer der Freundinnen habe ich zusammen das
Praktikum in der 10. Klasse in diesem Hotel absolviert, das dann letztendlich schuld war an meiner Wahl der Ausbildung. Und wir sind auch in unserer Freizeit zusammen zur Bundesagentur für Arbeit gefahren und haben da einen Eignungstest für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgelegt. Herr Krüger, wie war das bei Ihnen? Sie waren ja noch ein bisschen jünger auch, als Sie die Entscheidung für die Ausbildung dann getroffen haben nach der mittleren Reife. Ja, also ich habe einen recht diversen Freundeskreis, sprich es gibt sowohl Abiturienten als auch Realschüler und Wirtschaftsschüler bei mir im Freundeskreis. Da war es schon so, dass die Abiturienten natürlich sich erstmal auf dem Studium fokussiert haben und die mit einem mittleren Bildungsabschluss dann eher auf die Ausbildung. So war es dann bei mir eben auch. Es gab jetzt allerdings kein negatives Feedback in der Hinsicht, warum ich mich für eine Ausbildung entschieden hätte oder nicht gleich die Fachoberschule zum Beispiel besucht habe, sondern ich habe mich dann wirklich speziell dafür entschieden, weil eben das Interesse dafür da war und es auch ein namhaftes Unternehmen war. Deswegen war das nie ein Problem. Zu den ganz kurz, und zwar, was mir sehr geholfen hat, um meine Kompetenzen wirklich zu entdecken, war auch ein Besuch bei der Bundesagentur für Arbeit. Dort gab es ein Heft, wo sie die Möglichkeit hatten, Fragen zu beantworten, und daraus ist ein vierstelliger Code entstanden. Mit dem vierstelligen Code haben sie ein Persönlichkeitsprofil bekommen, das ihnen wirklich gezeigt hat, wo ihre Stärken, wo ihre Schwächen liegen. Und besonders dieses Herauskristallisieren meiner Stärken, die bei mir dann Organisation und Planung eben waren, hat mir dann eben gezeigt, dass das die richtige Richtung ist, in die ich gehen sollte. Und hat mir meine Entscheidung wirklich sehr erleichtert. Also es kamen dann knapp mit diesem Buchstabencode, haben sie dann eine Tabelle, auf der sie knapp 20, 25 Berufe dann stehen haben, unter anderem auch dann eben mit einer Hochschulreife beziehungsweise dem Zugang Studienmöglichkeiten, was mir wirklich sehr, sehr gut geholfen hat, muss ich sagen. Also ja, das ist auch ein Punkt, der jetzt in meiner Studie zutage trat. Wir haben in dieser Studie auch diese sechs verschiedenen Typen von Aufgaben und beruflichen Interessen, wo dieser Buchstabencode dann herauskommt, betrachtet. Und da hat sich gezeigt, dass Personen, die zu praktischen Tätigkeiten oder da ein Interesse haben, dass diese eher dann dazu neigen, eine Ausbildung zu machen, während Personen, die eher im forschenden und im künstlerischen Bereich Interessen haben, eher dazu neigen, ein Studium zu machen, woraus wir auch geschlussfolgert haben, dass sie anscheinend glauben, diese Interessen eher in einem Studium verwirklichen zu können, obschon es ja auch in diesem Katalog der Bundesagentur für Arbeit für alle sechs dieser Interessentypen Berufe im dualen Ausbildungsbereich gibt. Aber anscheinend ist es nach wie vor so in den Köpfen, dass Ausbildung vor allem etwas für Personen mit praktischen Interessen ist. Und wenn man eben in die wissenschaftliche Richtung gehen möchte, man dies nur im Studium verwirklichen kann. Dabei gibt es beispielsweise ja auch Berufe im Labor oder auch die IT-Berufe, die auch ja viel schon an analytischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten und Interessen beanspruchen. Ein Punkt, den Sie eben angesprochen hatten, dass Ihre Freunde nicht ganz so zufrieden waren mit Ihrer Berufswahl, weil Sie dann weniger Freizeit hatten oder nicht zu denselben Zeiten Freizeit hatten, sind die Rahmenbedingungen. Die wurden ja auch schon von Dr. Kalmbach eben angesprochen, dass diese auch sehr wichtig sind bei der Berufswahl, nicht nur die reinen Tätigkeitsaspekte und da auch vor allem der Punkt, welche Faktoren so eine Art No-Go sind, also Ausschlusskriterien, bei denen viele Jugendliche sagen würden, wenn das in dem Beruf auftritt, dann wähle ich diesen Beruf auf keinen Fall. Haben Sie auch bei Ihrer Berufswahl solche Faktoren in den Blick genommen, dass Sie gesagt haben, es gibt ein paar Punkte, da würde ich auf keinen Fall einen Beruf erlernen, wenn der diese Kriterien hätte? Ich glaube, es ist schwierig, das jemanden zu fragen, der Hotelfachfrau gelernt hat. Also ein No-Go war für mich bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs Teildienst. Also Teildienst ist, glaube ich, also aus meiner Sicht einfach, wenn man überhaupt nichts mehr vom Tag hat, wenn der Tag kein freier Tag ist. Ich weiß nicht, ob Unklarheit herrscht, was Teildienst ist. Ach so, okay. In der Gastronomie gibt es die Möglichkeit,
dass man sozusagen die Schichten zweiteilt und eine Schicht für das Mittagsgeschäft hat. Dann hat man so 3 Stunden Pause, 4 Stunden Pause und dann fürs Abendgeschäft tritt man wieder an. Also das ist der sogenannte Teildienst, wo man praktisch nur eine Schicht von Arbeitenden hat, die aber praktisch diese beiden Geschäfte, Mittags- und Abendsgeschäft, abdecken und dazwischen eben Pause haben. Das ist halt aus meiner Sicht einfach, also dann hat man halt gar nichts mehr vom Tag. Und das war sozusagen das Ausschlusskriterium, was ich auf keinen Fall haben wollte. Auch mit Personalwohnung oder so finde ich das, also war das für mich das, was gar nicht ging. Ja, Herr Weingärtner, haben Sie auch Kriterien gehabt, die Sie vermeiden wollten bei der Berufswahl? Ja, also die Arbeitszeit war jetzt eher weniger das Problem. Das ist, glaube ich, sollte jedem Veranstalter bewusst sein, dass Veranstaltungen prinzipiell dann stattfinden, wenn diejenigen, die normalerweise arbeiten, Zeit haben, um Veranstaltungen zu besuchen. Das heißt, am Abend und am Wochenende, was heißt, dass ich eigentlich oft Zeiten hatte, die andere vielleicht nicht als die gängige Arbeitszeit betrachten würden, womit ich persönlich aber auch kein Problem hatte. Was für mich eher negativ war, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, wie gesagt, war das niedrige Gehalt bei anderen Veranstaltungsagenturen, warum ich mich eben dann dafür entschieden hatte. Und was mich bei der Nürnberg Messe auch sehr begeistert hat, war eben diese flache Hierarchieebene. Also es ist zwar ein großer Betrieb, der allerdings wirklich flache Hierarchien hat. Das war für mich persönlich wichtig, weil ich glaube, Herr Dr. Hurrimann, Sie hatten es vorhin gesagt, der Betrieb muss sich auf den Auszubildenden einstellen. Und mit einer flachen Hierarchieebene haben Sie einfache Möglichkeiten, mal irgendwo mit reinzuspicken, mal wirklich sich was anzuschauen, da auch Erfahrungswerte zu sammeln. Und ich habe jetzt Ihre Frage ein bisschen umgedreht. Das waren eher die positiven Aspekte, die dann für mich überwogen haben. Allerdings das Gegenteil dazu natürlich wäre für mich ein Ausschlusskriterium gewesen. Gut, dann gehen wir einmal weg vom Zeitpunkt vor der Ausbildung zum Zeitraum danach. Sie haben ja beide in Ihrem Ausbildungsberuf auch schon eine Zeit lang gearbeitet. Deshalb würde ich jetzt mal fragen, wie gut fühlen Sie sich denn mit Ihrer Ausbildung auf die Arbeitswelt vorbereitet? Frau Krüger. Ja, es gibt schon einige Punkte, an denen ich mich nicht so gut vorbereitet fühle für das Arbeitsleben. Zum einen finde ich, dass bei den Berufsschulinhalten Verbesserungsbedarf besteht. Berufsschulinhalte sind oft veraltet, aber IHK-Prüfer oder Prüferinnen legen noch Wert darauf. Also wir haben ziemlich oft in der Schule gehört, das macht man jetzt in der Praxis eigentlich nicht mehr so, aber das wird halt noch geprüft, also lernt das mal mit. Also als Beispiel war zum Beispiel mit diesen Champagnerschalen, ich weiß nicht, wenn Sie The Great Gatsby oder so gesehen haben, diese Champagnerbrunnen, die dann diese ganzen Champagnerschalen runterfließen, das war halt mal in. Das Problem ist, wenn man da Champagner reinfüllt, dann ist der halt tot. So, die Kohlensäure ist halt weg. Und deswegen ist es eigentlich halt kein zulässiges Glas mehr. Aber dadurch, dass es eben dafür mal gemacht wurde, gibt es wohl noch Prüferinnen und Prüfer, die das mit abfragen, wenn sie sagen, in was kann man denn ein Champagner servieren? Und also das jetzt nur als Beispiel. Es gab halt immer wieder Sachen, die man halt mitlernen musste, wo die Lehrer schon meinten, naja, also eigentlich macht man es halt nicht, aber lern es mal mit. Das hat einen jetzt nicht so auf später vorbereitet. Dann in der betrieblichen Ausbildung. Die betriebliche Ausbildung scheint mir sehr betriebsspezifisch, vor allem bei systembasierten Abläufen. Zum Beispiel jetzt an der Rezeption Check-in-Vorgänge, auch das Buchen mit Kassensystemen. Man lernt sehr eng in Schemata, du drückst dann diesen Knopf und dann diesen Knopf und dann geht das Fenster auf und dann machst du das für die Abrechnung. Aber man lernt halt nicht, was man eigentlich gerade macht mit dem System. Und das macht es halt schwierig, wenn man den Betrieb wechselt. Also ich habe das Gefühl, dass man ziemlich stark zum Marriott-Fachmann oder zur Hilton-Fachfrau ausgebildet wird, aber dass es irgendwie schwierig wird, dann zu wechseln, weil auch die Berufsschule nicht abdeckt, zu vermitteln, was macht man denn
eigentlich in dem Moment, also in der Berufsschule haben wir zum Beispiel gelernt, wie man Kreditkarten mit der Ritschratsch schließt. Also das ist so ein Teil, wo unten so Pauspapier ist und dann legt man die drauf und macht Ritschratsch. Und dann ist das halt da durchgepaust. Also das macht man halt wirklich, wenn irgendwie der Server komplett kaputt ist. Aber sonst halt eher nicht. Und da fehlt irgendwie so die Verzahnung zwischen Berufsschule und Betrieb, dass man vielleicht das, was man in der Hektik des Betriebs halt nicht lernen kann und wo es dann irgendwie sinnmäßig ist, einfach die Knöpfe zu kennen, dann in der Berufsschule aufzuarbeiten, welche Abläufe da dahinter stecken. Dann noch zu E-Learning vielleicht. Also E-Learning wurde bei uns vor allem zu Beginn in den Abteilungen eingesetzt, also zum Beispiel am Front Office, wo man dann eben in das System eingeführt hat und dann vielleicht erstmal einen virtuellen Gast eingecheckt hat und nicht gleich einen echten. Genau, da war irgendwie noch nicht so richtig das pädagogische Konzept dahinter klar. Man wurde halt eine Woche vor den PC dann gesetzt und sollte das lernen, aber trotzdem war man eigentlich schon in der Abteilung und es wurde darauf gewartet, dass man da jetzt auch aktiv werden kann und das dann praktisch umsetzen. Und dadurch kam man ein bisschen in die Hektik und hat es dann eher durchgeklickt, sozusagen diese ganzen Slides, in denen das beigebracht wurde, weil es auch viel zu viel war, um es wirklich aufzunehmen und man das sowieso dann nochmal erklärt bekommen hat. Und dann gab es noch so freiwillige Zusatztrainings, wo man sich weiterbilden konnte. Das ging dann auch um praktische Sachen. Das war dann halt auch nicht so richtig hilfreich, wenn man dann Sachen, die man einfach praktisch machen muss, wie ein Fisch filetieren oder eine Wachtel tranchieren, in einem E-Learning-Video sieht und sich halt denkt, ja, kann ich halt jetzt auch nicht deswegen besser. Und ein dritter Punkt, Sie sind schon am Mikro, sind noch die Rechte und Pflichten für die Arbeitswelt. Also da hatte ich auch das Gefühl, dass die Berufsschule da einfach zu wenig drauf eingeht. Wir haben das Jugendarbeitsschutzgesetz besprochen, das war es aber dann auch schon. Und Professor Hurrellmann hat ja gesagt, die meisten machen Abitur, also die Auszubildenden werden auch älter und viele sind eben schon raus aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Und dann ist halt so die Frage, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten in der Arbeitswelt nach der Ausbildung, in der Ausbildung, das hätte ich mir noch gewünscht. Dankeschön. Herr Weingärtner, haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen aus Ihrer Erfahrung? Grundlegend trage ich da viele Sachen mit, wobei ich auch ganz differenzieren würde zwischen der Berufsschule und dem Betrieb an sich. In der Berufsschule haben wir eher die rechtlichen Rahmenbedingungen gelernt, also wie zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Versammlungsstättenverordnung etc. Was wichtig war, weil das, sage ich mal, in verschiedenen Firmen jetzt nicht unterschiedlich gehandhabt wird, das wäre verkehrt, aber unterschiedlich beigebracht wird, sage ich mal. Und so hatten wir quasi eine zentrale Ausbildung in den Themen, was sehr, sehr wichtig war. Bei uns jetzt im Betrieb war es eher so, dass wir am Anfang für jede Abteilung, also wir wurden ein Jahr im Vorfeld in den Abteilungen eingeplant, haben wir einen Horizont bekommen, welche Inhalte angeboten werden, welche Schlüsselqualifikationen aus den jeweiligen Abteilungen mitgenommen werden sollten. Und unten waren noch freie Stellen. Also uns ist auch immer klar geschildert worden, dass Wissen eine Hohlschuld ist. Und auch Ausbildungsinhalte, die darüber hinausgehen, sind eine Hohlschuld, für die man sich engagieren muss, um eben erstmal die Basics zu machen, die man dort gezeigt bekommt. Und dann aber auch immer wieder die Möglichkeit hat, sich über diesen Tellerrand hinaus wirklich zu engagieren. Ich war zum Beispiel als erster Azubi bei der Nürnberg Messe auf einer Dienstreise nach 2 Monaten. Weil wenn Sie wirklich danach gefragt haben und erklären konnten, warum Sie das sehen möchten und welche Aufgaben Sie übernehmen möchten, uns nie eigentlich ein Stein in den Weg gestellt worden ist, dass wir nicht wirklich Wissen hätten mitnehmen können. Wie gesagt, an der Berufsschule war das vielleicht ein bisschen anders, da aber auch wieder, wie gesagt, dass verschiedene Firmen einfach verschiedene Ansprüche haben und dem natürlich ein bisschen gerecht werden muss. So konkret praktische Sachen hatten wir jetzt nicht direkt in der Berufsschule. Deswegen, ja. Danke, dann möchte ich noch eine letzte Frage zum Thema Vorbereitung direkt anschließen. Nochmal
generell die Frage an Sie jetzt erstmal, Herr Weingärtner. Was würde die Suche nach dem richtigen Beruf oder dem richtigen Berufsweg aus Ihrer Sicht vereinfachen? Was könnte man da für Möglichkeiten schaffen? Also, wie gesagt, ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht widerspiegeln. Dieser Buchstabencode, wo Sie auch schon drauf eingegangen sind, mit den persönlichen Stärken. Und ich finde, das sollte man immer hervorheben. Ich glaube, Dr. Kalmer, Sie haben es vorhin gesagt, dass das Zeugnis die Auflistung der eigenen Unfähigkeit ist in größten Punkten. Also es sollten da wirklich viel, viel mehr auf die Interessen eingegangen werden, auf die Stärken, auf die Kompetenzen. Herr Römer hat es vorhin schon gesagt, es muss sich auf den Auszubildenden fokussiert werden. Und ein Auszubildender, der sich wirklich aufgefangen fühlt und wirklich Lust hat, der wird nach 8,5 Stunden vielleicht nicht unbedingt direkt den Stift fallen lassen, sondern sagt für mich, okay, das muss jetzt fertig gemacht werden. Das ist ein Vorteil fürs Unternehmen. Es ist ein Vorteil für den Auszubildenden, der natürlich, wie gesagt, weiter über den Tellerrand gucken kann, sich in der Firma verwirklichen kann und dadurch natürlich auch einen sicheren Job hat, den er vielleicht später nicht so gerne aufgeben möchte. Danke. Frau Krüger, von Ihrer Seite auch noch irgendwelche Vorschläge zu dem Thema? Aus meiner Sicht könnte man einfach ein bisschen früher anfangen. Also ich bin in der 10. Klasse ein bisschen so aus allen Wolken gefallen, als ein paar Leute dann von der Schule abgingen und angefangen haben zu arbeiten mit der mittleren Reife. Und wir haben dann mal angefangen, ein Pflichtpraktikum zu machen und so Abi-Messen zu besuchen. Ich finde, wenn das ein bisschen früher wäre, könnte man sich besser darauf einstellen. Und vielleicht schon früher Lust bekommen, sich darum zu kümmern, eben solche Angebote dann auch selbstständig noch zusätzlich wahrzunehmen und einzuholen. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich mal zu einem kurzen Fazit kommen, auch wenn wir jetzt wirklich eine große Bandbreite von Themen angesprochen haben. Ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass bei der Berufswahl viele Faktoren zusammenkommen. Also meine beiden Gesprächspartner haben ja zum Beispiel den Nutzen genannt. Einerseits die finanziellen Möglichkeiten, die die Ausbildung bietet oder bieten kann, aber auch die Verwirklichung von Interessen, auch die Bedeutung von Rahmenbedingungen, also zum Beispiel eine Ausbildung im Großbetrieb, weil dort vielleicht geregeltere Arbeitsabläufe vorhanden sind, zumindest in der Hotelbranche. Es wurden auch auf meine Nachfrage hin dann die Eltern genannt, die teilweise schon zumindest Vorstellungen oder Erwartungen an bestimmte Berufs- und Bildungswege angeregt haben oder vorgegeben haben. Also diese ganzen Faktoren treten auch in unseren Studien immer wieder auf. In der Untersuchung, die jetzt diesem Aufsatz zugrunde liegt, da wurden, wie der Herr Vorsitzende auch schon gesagt hat, Daten des Nationalen Bildungspanels ausgewertet von 2512 Klässlern an Gymnasien in ganz Deutschland im Schuljahr 2013/2014. Und sie wurden danach gefragt, ob sie eher eine Ausbildung planen oder eher ein Studium. Und was sich gezeigt hat in der Zusammenschau aller Faktoren, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung anzustreben, steigt, wenn Jugendlichen glauben, dass ihre Eltern sich dies für sie wünschen. Wenn sie aber auch einen hohen Nutzen von der Ausbildung erwarten, hier spielt eben auch die Passung der eigenen beruflichen Interessen eine Rolle. Und dazu ist auch wichtig, ob man sich den Bildungsweg überhaupt zutraut. So haben sich nur die Leute für ein Studium interessiert, die sich auch zutrauen, dies erfolgreich bewältigen zu können. Die gute Nachricht für die Ausbildung ist da, dass sich eigentlich alle Befragten zutrauen würden, eine Ausbildung erfolgreich bewältigen zu können. Als letzten Punkt möchte ich nennen, dass eine ganz wichtige Rolle dem Stand des Berufsorientierungsprozesses zukommt. Jugendliche, die dazu neigen, eine Ausbildung später aufzunehmen, fühlten sich über also die Möglichkeiten einer Ausbildung besser informiert als die Vergleichsgruppe. Und sie hatten schon konkretere Ziele und spezifischere Berufsvorstellungen als die Vergleichsgruppe, die zu einem Studium neigte und vielleicht auch das Studium noch so als eine erweiterte Phase der Berufsfindung betrachtet hat. Deshalb nur noch abschließend eine kurze Frage an Sie beide. Was wäre denn so Ihr Traumberuf? Was ist das, was Ihnen am meisten so beruflich Spaß machen würde? Ja, in der Gastronomie bin ich schon voll angekommen. Also das ist auf jeden Fall die Branche meines Herzens. Deswegen will ich auf jeden Fall einen Beruf ergreifen, bei dem ich mit dieser Branche in Kontakt bleiben kann. Trotzdem möchte ich unter diesen Arbeitsbedingungen nicht ein Leben verbringen. Deswegen habe ich drei verschiedene Möglichkeiten für meinen zukünftigen Werdegang nach dem Studium ins Auge gefasst. Und zwar zum einen im Hotel zu verbleiben, aber ins Personalwesen zu gehen und da betriebliche Weiterbildung zu machen.
und die Auszubildenden auch in Karrierefragen zu beraten intern, Berufsschullehrerin zu werden und dann auch nur für die Gastronomie oder vielleicht auch irgendwann hauptamtlich ins Gewerkschaftshaus zu ziehen. Auch wenn das heute wahrscheinlich nicht auf so viel Zustimmung stößt. Ja, vielen Dank, Frau Krüger. Nun wollen wir Herrn Weingärtner auch noch die Möglichkeit geben, seine Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft zu äußern. Also was Organisatorisches, was Planungstechnisches, vielleicht mit einem leichten Einschlag in das Thema Recht, so das wären meine Interessensgebiete. Ich mache jetzt erst mein Abi und danach das Studium. Das heißt, ich habe auch noch diese Zeit, was Sie vorhin angesprochen hatten, mich zu beruflich orientieren zu können dann. Und die nutze ich auch gerne und da freue ich mich auch drauf. Aber so in diese Richtung würde ich gehen. Dann vielen herzlichen Dank an meine beiden Gäste und Ihnen fürs Zuhören. Wir haben es, glaube ich, doch ein bisschen länger gebraucht, aber ich dachte, die Diskussion ist so spannend, dass wir das auch noch weiter anhören sollten. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Krüger, Herr Weingartner und Ihnen, Frau Schnitzler, für diese sehr erfrischende und ich denke auch erkenntnisbringende Gesprächsrunde, dass Sie sich darauf eingelassen haben, auf dieses moderierte Gespräch. Ich denke, es sind jetzt viele Fragen im Raum entstanden und ich darf Sie noch mal an die 3 Minuten Rede- und Fragezeit erinnern. Wir gehen jetzt nach der Sitzordnung hier vor, beginnen bei der CDU-CSU-Fraktion und darf mal in die Runde schauen, wer denn beginnen möchte. Eine Frage zu stellen. Herr Dr. Born, bitte. Ja. Bitte ganz klar adressieren, an wen die Frage dann geht. Ja. So, jetzt funktioniert es. Die erste Frage geht an Herrn Kallenbach. Sie haben in Ihrer Präsentation von weichen Faktoren, die wichtiger sind als Einkommen, gesprochen. Da ist der erste Faktor gewesen, der Beruf muss mir Spaß machen. Vielleicht können Sie 2, 3 Punkte dazu sagen, wie kann dieser Faktor Spaß operationalisiert werden? Oder anders formuliert, wie könnte ich jetzt als Betriebsinhaber, Inhaberin mein Angebot oder meine Ausbildung so gestalten, dass dieser Faktor adressiert werden kann? Dann meine weiteren Fragen an Herrn Professor Hurlmann. Als ich Ihre Unterlagen gelesen habe, habe ich mir bei dem Thema Eltern zuerst die Frage gestellt, brauchen wir eine Berufsorientierung für Eltern? Ihre Ausführungen haben mir gezeigt, nein, wir brauchen das auf gar keinen Fall. So schließe ich erst einmal die Frage, die in diese Richtung geht. Wie können wir die Jugendlichen so ansprechen, dass die, also bitte nicht falsch verstehen, aber dass die Beeinflussung der Eltern ein Stück weit reduziert werden könnte, beziehungsweise wie gehen wir in der Berufsorientierung sinnvollerweise mit den Eltern um, die wir, so scheint mir, doch auch als Zielgruppe ernster nehmen sollten. Die zweite Frage an Sie. Sie sprachen von einem Unsicherheitsfaktor, den die Jugendlichen oder mit dem die Jugendlichen umgehen müssen. Wie muss man Ausbildung gestalten bzw. die Ansprache an die Jugendlichen ausgestalten, um diesen Unsicherheitsfaktor entgegenzukommen bzw. Sicherheitsoptionen zu bieten? Ich will es mal so formulieren. Und die letzte Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung im Hinblick auf Karriereplanung. Die beiden Vertreter heute, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Abitur gemacht, eine Ausbildung absolviert, verlassen jetzt aber wieder das System der beruflichen Ausbildung bzw. des Betriebs. Was muss geschehen? Sie haben ja auch im Hinblick auf Abitur nicht als Konkurrenz, sondern als Hybridfaktor zu verstehen. Was muss geschehen in der Gestaltung von Karriereoptionen, dass das, was eben dargestellt wurde, nicht zum Regelfall wird? Noch jemand von der CDU-Fraktion? Dann ja, Frau, halbe Minute, Frau Thiemann. Ich würde gerne anschließen an das, was Herr Dr. Born gesagt hat, und zwar in der Übersicht, Beruf muss Spaß machen, der Beruf muss sich gut mit Privatleben und Familie vereinbaren lassen. 58%
Also so als Arbeitgeber würde mir das schon Sorge machen, wie man eben Arbeit so gestalten kann, dass das so deutlich im Vordergrund steht. War eine Frage an Herrn Hurlmann jetzt, ja? Danke sehr. Dann gehen wir weiter zur AfD-Fraktion. Herr Seifen, bitte. Herzlichen Dank. Eine Frage an Herrn Dr. Kallenbach. Folie 15, hilfreiche Infoquellen. Da sind die Lehrer bei 17%. Sie haben aber auch Praktika, Jobmessen, Infotage angesprochen. Sie wissen, dass das was mit Schulen zu tun hat. Berufsorientierung von Jahrgangsstufe 8 bis Jahrgangsstufe 13 bzw. 12. Ich wollte nur fragen, ob Ihnen das bekannt ist, dass gerade diese Infoquellen gerade auch über die Berufsorientierung in Schulen vermittelt wird. Frage an Herrn Professor Hohlmann. Die Krisendarstellung, die Sie vorgenommen haben, meinen Sie wirklich, dass sie haltbar ist? Ich bin jetzt etwas älter als die heutige Generation. Da gab es die Kuba-Krise, da gab es die Kohlekrise im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es die Textilkrise im Münsterland. Da gab es die 68er-Bewegung, die ja dazu geführt hat, dass die Werteordnung, die bis dahin bestand, zumindest diskutiert wurde. Meinen Sie nicht, dass diese Krisen genauso für die damaligen jungen Leute natürlich subjektiv als Krisen empfunden worden sind wie heute? Das heißt also, und wenn wir jetzt noch ein paar Jahrhunderte zurückgehen, werden Sie, glaube ich, keine Generation finden, wo es nicht zu Krisen gekommen ist. Zweitens, Unsicherheit, Ängste, Pessimismus, Optimismus an verschiedenen Folien, aber Sie haben es auch ausgeführt. Ist es nicht so oder wäre es nicht so, dass man Unsicherheit und Ängste nicht dadurch bekämpft, dass man, ich übertreibe jetzt mal, alle Abitur machen lässt, sondern im Gegenteil, jeden einzelnen Menschen stärkt in seinen Fähigkeiten und Kompetenzen? Und gerade auch die, die sich ja in der Umfrage besonders pessimistisch geäußert haben, diejenigen, die sich als Bildungsbenachteiligte fühlen oder möglicherweise es auch sind, wenn sie auf der Gesamtschule lernen und feststellen müssen, dass ihre Leistungen nicht heranreichen, dass man sich gerade um die kümmert, denen eine Perspektive gibt, indem man auch Schulen fördert, Hauptschulen, Realschulen, die ja heute leider Gottes in der Öffentlichkeit ungerechtfertigterweise nicht den guten Ruf haben, den sie haben müssten. Also wäre das nicht eine Möglichkeit, gerade dort bei diesem Personenkreis anzusetzen, die dann auch für die berufliche Bildung hervorragend geeignet sind, sodass also Fehlanreize von vornherein vermieden werden oder minimiert werden. Und jetzt ein letztes. Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie es ausgeführt haben, aber in den Unterlagen steht etwas von Idealvorstellungen über eigene Berufswünsche. Und die gehen ja manchmal an der Realität vorbei. Ist es nicht so, dass wir alle in der Öffentlichkeit von den Medien angefangen bis runter zu den Lehrern, zu den Eltern, zu den diejenigen, die in der Erziehungsbereich tätig sind, stärker auf Realismus setzen müssen? Und das geht ja. Image geht ja. Sehen wir ja jetzt freitags, dass Image machen geht. Also müsste es auch gehen, die Jugendlichen hinzuführen zu mehr Realismus und zur Anerkennung dessen, was sie können, ohne dass sie in Minderwertigkeitsgefühle abgleiten. Wäre das nicht der bessere Weg, als tatsächlich den Leuten zu suggerieren, sie könnten alle einen formal hohen Abschluss haben, der aber inhaltlich ja doch nicht das verspricht, was er eigentlich, das hält, was er eigentlich verspricht. Also das heißt, die Arbeit an den Jugendlichen selbst mit größtem Verständnis und Wertschätzung, anstatt ihnen etwas zu suggerieren und dann die Enttäuschung sozusagen in das 25. Lebensjahr zu legen. Danke sehr, Herr Seifen. Für die FDP-Fraktion, Kollege Dr. Brandenburg. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Dr. Kallenbach. Die Präsentation beruht ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Daten von 2014. Das ist natürlich gerade im Zeitalter von Digitalisierung unser Thema. Kann sich ja einiges seitdem geändert haben. Was würden Sie erwarten, wären jetzt die Hauptänderungen in den letzten 5 Jahren, beispielsweise mit Effekte Social Media oder Ähnliches, die Sie da erwarten würden? Zweite Frage auch an Sie. Wenn ich Herrn Professor Hurlmann richtig verstanden habe und auch die BIP-Studien zeigen das ja regelmäßig, sind die Eltern und auch das soziale Umfeld ja sehr wohl sehr ausschlaggebend für die Berufswahl. Mir scheint da zumindest in den Ergebnissen leichter Widerspruch in dem zu liegen, was Sie präsentiert haben. Die Frage, wie lässt sich das erklären? Und außerdem 2 Fragen, die sich an Frau Krüger und Herrn Weingärtner richten. Wir hatten das Thema Berufsorientierung schon an Schulen. Die Frage, wie kann man auch die duale Ausbildung als
starke Alternative zum Studium noch mal stärken. Was schwebt Ihnen da vor? Was sollte da Politik oder generell auch Bildungspolitik gerne auch auf Landesebene tun? Vielleicht schon ab Klasse 7 anfangen? Oder was wären Formate, wo Sie glauben, das wäre ein starker Beitrag zur Berufsorientierung, insbesondere an Gymnasien? Und zweite Frage ebenso an Sie. Unser Hauptthema ist ja die Digitalisierung in der digitalen Arbeitswelt und was das für die berufliche Bildung bedeutet. Wie haben Sie das denn betrieblicherseits, aber auch in den Berufsschulen erlebt? Ritsch-Ratsch fand ich ein ganz spannendes Bild, was hängen bleibt. Aber wie ist Digitalisierung momentan da angekommen und was müsste sich aus Ihrer Sicht tun? Für den Rest der Zeit würde ich an Herrn Dr. Klöß abgeben. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Eine Frage auch im Kontext Digitalisierung an Herrn Dr. Kalmbach, Professor Hohlermann. Bei Ihnen war einmal so leicht durchzuhören, das Thema Modernitätsvermutung als Attraktivitätsfaktor. Wenn junge Leute vor der Berufswahl stehen, fragen, mit welchen Mitteln, auf welche Ausbildungswelt lasse ich mir eher nicht ein. Die Frage, kann man die duale Ausbildung, Stichwort Berufsschule, dadurch attraktiver machen, dass sie technologisch stärker up-to-date ist, in Anführungsstrichen? Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Und eine zweite Frage an Herrn Krüger und Frau Krüger und Herrn Weingärtner. Das Thema regionale Mobilität. Die Wahrnehmung öffentlich ist, dass Studierende eine hohe regionale Mobilität haben, jedenfalls eine höhere regionale Mobilität als Auszubildende. Ist das eine Einschätzung, die Sie persönlich teilen würden? Vielen Dank. Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Wer möchte darf? Frau Bulbischoff, ja. Frau Kollegin Bulbischoff, bitte. Also ich habe zunächst eine Frage an Dr. Kalmbach und Professor Hohlermann. Der Berufsbildungsbericht wird uns aller Wahrscheinlichkeit nach wieder sagen, dass es einen relevant hohen Anteil von jungen Menschen gibt. Das sage ich jetzt zugespitzt. Ich weiß um die Vorsicht oder um das Stigmatisierungspotenzial solcher Rede. Trotzdem sage ich es jetzt mal, um es klar zu machen, die wir abgehängt haben, bereits in einer allgemeinbildenden Schule. Also wenn 30% der Absolventen einer Hauptschule oder eines Hauptschulabschlusses keine berufliche Ausbildung, also keinen Zugang kriegen, wenn wir immer mehr Menschen, vergleichsweise junge Menschen haben, die gar keine berufliche Ausbildung haben. Meine Frage ist, können Sie kompakt beide sagen, sind es andere Milieus? Fragezeichen. Haben die andere Erfahrungen und Bezugspersonen? Bei den Eltern befürchte ich, also wenn man sagt, die Eltern haben eine Chance zu beraten, zu unterstützen, sind die wahrscheinlich meistens überfordert. Die Frage ist, können Sie kompakt sagen, wie können wir diese jungen Menschen wieder neugierig machen? Die Schule liegt hinter uns, vielleicht ist die berufliche Bildung eine zweite Chance. Die zweite Frage berührt das Verhältnis zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Also es wird ja gemeinhin beklagt. Einer von Ihnen beiden hat das, glaube ich, auch am Anfang angedeutet. Also das kann man so erzählen, dass man sagt, so viele machen Abitur. Die gehören da eigentlich alle nicht hin, das wertet das Abitur ab und so weiter und so fort. Also eine Strategie zu entwickeln, die eher auf Bildungsverknappung ausgerichtet ist. Hier habe ich in dieser Runde schon mehrfach auch von Gästen gehört, es ist ein guter Weg und das teile ich zu sagen, man muss sehen, dass man die Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen verbessert und dass man die strikte Trennung, das hatten wir heute in der Projektgruppe heute früh, aufhebt. Die Frage an Sie wäre dann, was muss man in der beruflichen Bildung verbessern, um Perspektiven zu öffnen? Gegebenenfalls auch, wie müssen sich Hochschulen verändern, um offener zu sein für Menschen mit beruflichen Bildungserfahrung? An Herrn Weingärtner und Frau Krüger hätte ich die Frage, knüpfe ein bisschen an Dr. Brandenburg an. Welche Bedeutung hatte dieses Verhältnis akademischer und beruflicher Bildung für Ihre Entscheidung? Was ist Ihnen da wichtig, ohne dass Sie in jedem Falle die Wege einschlagen müssen? Und die letzte Frage ist die auch an Herrn Weingärtner und Frau Krüger. Welche Rolle spielen digitale Kompetenzen, und zwar im weitesten Sinne in Ihrer Ausbildung? Nicht nur die zugeschnitten sind auf Ihren gewählten Beruf. Oder welche sollten Sie spielen? Danke sehr, Frau Kollegin Bulbischoff. Dann für die Grünen, Frau Kittel. Ich habe jedenfalls die 3 Minuten komplett für die Grünen heute. Ich fange mal von hinten an die Frau Krüger und den Herrn Weingärtner.
Hattet ihr oder haben Sie bei der Wahl nach dem Abitur erst in Berufsausbildung einzutreten, in eine Ausbildung einzutreten, schon gewusst, dass das nur ein Zwischenstep sein wird? Also war das bewusst, war das Ihnen oder euch bewusst, dass ihr nach der Schule Abitur erstmal eine Ausbildung, um dann doch mittelfristig schnell ein Studium anzutreten? Oder hat sich das so während des Arbeitslebens ergeben? Das wäre eine der Fragen, und das vor dem Hintergrund, weil es so ein bisschen anklang von wegen, und das, deshalb komme ich so rum mit den Fragen, dass so ein bisschen das als Hemmung wahrgenommen wird, dass man, wenn man schon das Abitur hat und eine Ausbildung hat, dann ohne Studium im beruflichen Fortkommen gegebenenfalls auch gehemmt ist. Ist das so oder interpretiere ich das jetzt falsch? Das ist die Frage an euch oder an Sie. An den Professor Hurrellmann, da war ich etwas irritiert und gleichzeitig dankbar für die Klarheit, dass Sie gesagt haben, wer heute keinen Schulabschluss oder hohen Schulabschluss oder Abitur mehr schafft, gehört fast schon zu den Bildungsverlierern. Wenn man jetzt an den Bildungsgipfel von vor 10-12 Jahren erinnert, da hieß es ja Aufstieg durch Bildung. Das war ja das große Ziel, dass die Gesellschaft sich verändert durch hochwertige und hohe Bildung. Das, was Sie heute vorgetragen haben im Hinblick auf die Generationen, alarmiert aber auch und lässt mich zu der Frage kommen, was ist denn mit den dann entstandenen Bildungsverlierern? Also was muss das Berufsbildungssystem denn dann, mit welchen Antworten muss es denn dann kommen, um mit den jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, eine vernünftige berufliche Perspektive zu bieten, wenn sie denn als Bildungsverlierer schon eingestuft sind, nur weil sie vielleicht kein Abitur gemacht haben. Ich drehe also um, zugespitzt. Dann war jetzt heute auch noch mal deutlich aus meiner Sicht in allen drei Diskussionen und beiden Vorträgen, dass wenn die Eltern so einen erheblichen Einfluss haben, was ja jetzt nicht ganz überraschend ist, das war ja vielleicht in anderen Generationen auch schon so, dass Eltern einen erheblichen Einfluss in vielen Fällen jedenfalls auf ihre eigenen Kinder haben, nicht in allen Fällen, dann ist ja noch mal spannend, wo kommen die Eltern eigentlich her? Wie sind die Bildungsbiografien der eigenen Eltern oder der Eltern, die da beraten? Und wenn wir auf so eine Studie, die 21. Sozialerhebung jetzt des Studentenwerks oder Deutschen Studentenwerks noch mal geguckt haben, wie die Typisierung der Bildungsherkunft von Studierenden heute ist, dann werden ja Herkunftsfamilien mit einem Elternteil, das einen akademischen Abschluss hat, als gehoben eingestuft und Herkunftsfamilien mit akademischem Abschluss beider Elternteilen als hoch eingestuft. Unter dem Vorzeichen, dass es das die Bildungsbiografie der Eltern ist, ist es ja naheliegend, dass die Eltern ihren Kindern auch akademische Ausbildung empfehlen. Und jetzt komme ich zu der Frage fast wie Dr. Dorn, nämlich die Frage, wie kriegen wir es denn überhaupt hin, dass das, was wir uns alle auf die Fahne geschrieben haben und auf vielen Papieren und Beschlüssen schon steht, dass nämlich die berufliche Ausbildung und die akademische Ausbildung gleichwertig sein sollen, dann auch in die Realität übersetzt wird. Weil das, was wir heute hören, ist, dass es eine Tendenz gibt, zumindest meine Lesart oder mein Verständnis, in Richtung die höhere zu bewertende Ausbildung ist das Studium oder die akademische Ausbildung. Und unter dem Gesichtspunkt wird die berufliche Ausbildung eine ganze Menge dafür tun müssen, dafür zu werben, mehr Auszubildende zu gewinnen, auch mit Abitur. Besten Dank, Frau Kittel. Sie haben die Zeit optimalst ausgeschöpft für die Grünen. Dann komme ich jetzt zur Fraktion der SPD. Wir würden uns das gerne aufteilen, gerne. Herr Seiler, Herr Grioli und ich. Bitte sehr, Frau Fahimi. Oder Herr Seiler zunächst. Ja, ich habe eine ergänzende Frage. Wer spielt eigentlich welche Rolle? Und da insbesondere die Schule. Wie ist denn die Erfahrung insbesondere in Gymnasien, wenn es um die Berufsberatung in Richtung duale Ausbildung geht? Ist sie da eher offen oder erleben Sie da eher eine Situation, dass da eher auch von Seiten der Schule entsprechend in Richtung akademische Ausbildung beraten wird? Die andere Frage der Eltern etc. hat ja jetzt vielfach schon eine Rolle gespielt. Ja, meine Frage zielt ab auf Dr. Kallenbach und Professor Hurrellmann. Wir haben auf den einen Chart gesehen, neben der Entgeltfrage werden weiche Faktoren immer wichtiger. Ich würde uns empfehlen, dass wir diesen Begriff der weichen Faktoren allmählich ein bisschen in die Schublade hineintun, weil das ein Begriff ist, der eher noch aus der Zeit der Massenarbeitslosigkeit kommt und bei Richtung Fachkräftemangel eigentlich viel, viel härter anzusehen ist. Mich würde aber interessieren,
Dr. Kallenbach, die Frage von Sicherheit habe ich in Ihrer Fragestellung nicht gesehen. Hat die nicht stattgefunden? Denn wenn man in die Shell-Jugendstudie guckt, wird gerade das, Professor Hurlmann, sehr stark gemacht. Mit 95% der jungen Menschen sind bei der Berufswahl oder bei der Arbeitgeberwahl, insbesondere mit Blick auf zukünftige Sicherheit und Entwicklung, fokussiert. Und zweiter Punkt, Zeitsouveränität scheint mir eine große Rolle zu spielen bei allem, was ich gehört habe und auch gelesen habe. Da würde ich mir schon die Frage stellen, sehen Sie so Instrumente, die das möglich machen, zum Beispiel Zeitkonten, wo sowohl Politik als auch Tarif- und Sozialpartner was machen könnten? Glauben Sie, dass sowas wichtiger wird, weil die Leute, so ist es auch beschrieben, gerade auf kurzfristige Zeitsouveränität setzen, auch mit Blick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bei der Berufswahl? Ja, und vielleicht zum Abschluss noch mal erstmal meinerseits eine Richtigstellung. Ich will hier noch mal ausdrücklich sagen, dass Schülerinnen und Schüler von Gesamtschulen nicht Bildungsverlierer sind. Dann meine Frage an Frau Krüger insbesondere. Mich würde noch mal interessieren, auch so ein bisschen über die eigene Biografie hinaus. Sie haben ja auch einen Einblick mit Blick auf andere Auszubildende und den Ausbildungsbetrieb. Wenn Jugendliche erstmal dann einmal im Betrieb sind, also sich dafür entschieden haben, jetzt in der Branche, wo sie tätig sind, rücken dann andere Fragestellungen nach vorne? Sind dann auf einmal andere Aspekte wichtiger als das, was man vielleicht vorher sich zusammen gedacht hat, als man sich für den Ausbildungsberuf entschieden hat, und setzt man dann auf einmal andere Prioritäten? Und vielleicht an Herrn Derks einfach noch mal erstmal eine ganz generelle Frage, nämlich ob denn eigentlich die IHK-Studie umgekehrt neben dem, was wir von Dr. Kallenbach hier vorgestellt gekriegt haben, nicht nur zu sozusagen einer Öffentlichkeitskampagne geführt hat, sondern ob sie eigentlich auch andere Konsequenzen gezogen haben in den Betrieben, um sich auf die Bedürfnisse der Auszubildenden einzustellen. Herzlichen Dank, Frau Fahimi. Damit ist die Fragerunde die erste beendet. Ich würde vorschlagen, dass wir mit der Beantwortung beginnen bei Ihnen, Herr Dr. Kallenbach. Herr Dr. Born, die Frage, was heißt Spaß, ist eine schöne Frage, aber sie ist erstmal in streng qualitativer Natur. Das war eine standardisierte Befragung, wo wir nicht die semantischen Bedeutungshorizonte des Begriffes Spaß in 20 Minuten auf den Grund gehen konnten. Was aber sich gezeigt hat, wenn man anschaut, mit welchen Items diese Spaßkomponente korreliert, gibt es doch einen Hinweis darauf, was Jugendliche darunter verstehen, nämlich die Erwartungen an die Unternehmen tauchen auf, ein gutes Team, eine gute Atmosphäre haben, abwechslungsreiche Aufgaben bewältigen können, einen Job finden, der den eigenen Neigungen entspricht und wo man sich selbst verwirklichen kann. All die genannten Aspekte korrelieren hochsignifikant mit dieser Erwartung, dass der Job Spaß bringen soll. Dann die Frage der CDU-CSU und der FDP nach der Diskrepanz meiner Daten mit der eigenen Alltagsempirie und mit der anderer Studie, nämlich wir sagen, die Rolle der Eltern und das soziale Nahumfeld spielt eine nachrangige Rolle. Wir haben 21 mögliche Informationsquellen abgefragt, nicht ob sie genutzt werden, sondern wie hilfreich sind sie. Und wenn Sie in einer standardisierten Befragung, bekommen Sie ein bestimmtes Panorama angeboten, aus dem Sie auswählen können. Und wenn wir jetzt so eine Alltagssituation haben, ich frage Frau Krüger, was sind für Sie wichtige Informationsquellen bei der Berufsorientierung, dann taucht womöglich eine Jobbörse einfach nicht auf, weil sie nicht im Mindset dominant ist. Deswegen glaube ich, dass die Rolle der Eltern natürlich wichtig ist, und das wissen wir aus den qualitativen Studien, aber eher mit Blick auf emotionale Stützung, mit Blick auf Motivation, mit Blick auf, dass man sich auch gemeinsam hinsetzt und anschaut, was es gibt, mit Blick auf Fahrdienste zu den entsprechenden Messen und so weiter. Aber unsere Untersuchung zeigt eben, aus dem Panorama aller möglichen Infoquellen sagt man, es sind die hilfreich, die unmittelbare Praxiseindrücke ermöglichen. So würde ich das gar nicht als Widerspruch sehen, sondern in gewisser Weise als Befragungseffekt, dass wir eben hier vor allem Quellen haben, die sehr nahe an dem, am Berufsfeld sind und da die Eltern weiter hinten rangieren. Ich meine, und wir haben ein paar hundert Ausbildungsgänge, ein paar tausend Studiengänge, da können die Eltern den Überblick einfach nicht mehr haben. Deswegen auch in den qualitativen Interviews, meine Eltern sind wichtig, die kann ich zu allem fragen, aber wenn es darum geht, was ist der Unterschied zwischen einem Druckvorlagenhersteller und einem Werbegrafiker heute, können sie auch keine Antwort mehr liefern, weil die heute die beliebtesten Berufe gab es einfach noch gar nicht, als die Eltern
sich beruflich orientieren mussten. Dann auch ein interessanter Punkt, diese 58%, und zwar geschlechterunabhängig mehr oder weniger, die sagen, Beruf soll sich mit Familie vereinbaren lassen. Das deutet in erster Linie darauf hin, dass es eine soziale Norm gibt der Vereinbarung von Beruf und Familie. Wenn man dann schaut, was weiß man denn darüber, wie sich dieser Anspruch der Vereinbarkeit im Alltag realisieren lässt, bricht es ziemlich ein. Denn auf die Erwartungen an Unternehmen sagen nur 33% flexible Arbeitszeiten sind wichtig und 14% nennen das Homeoffice. Das heißt, man weiß, es gibt die soziale Norm und es ist wichtig und das will man so auch, aber in letztlich, wie sich das im beruflichen Leben zukünftig ausgestalten lässt, wissen die Jugendlichen noch zu wenig. Das wissen wir auch aus ganz vielen qualitativen Untersuchungen. Wenn man fragt, wie möchtest du später leben, was möchtest du werden, dass es häufig keine Kontingenz gibt oder keine Kongruenz zwischen der eigenen Erwartung und wie ich später im Leben das eigentlich umsetzen kann. Und da muss die Berufsorientierung natürlich früher greifen. Das möchte ich auch noch ganz kurz kommentieren von Frau Krüger. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Berufsorientierung früher ansetzt, weil im Alter von 14, 15, 16 noch ganz andere Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind, die noch sozusagen on top kommen. Aber da ist Herr Horemann noch bessere Experte. Dann die Fragen, ob man die duale Ausbildung attraktiver machen könnte, indem man sie stärker digitalisiert. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn man sich anschaut, welche Berufe mit am beliebtesten sind, dann sind es vor allem stark digitalisierte Berufe. Also IT-Jobs haben ein hohes Ansehen und soziale Teilhabe ist heutige digitale Teilhabe. Also ich glaube, und wir sehen, alte Technik möchte man nicht am Arbeitsplatz haben. Das wäre das, was am allerstärksten stören würde. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist unbedingt wichtig. Und das wissen wir auch aus allen qualitativen Studien zum Thema Schule. Die Jugendlichen, ich zitiere jetzt mal einen 15-Jährigen, der meinte, das kotzt mich regelrecht an, dass ich da nicht mal Pac-Man auf einem stabilen Computer spielen kann, geschweige denn irgendwelche Anwendungen sauber laufen. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist im privaten Umfeld viel besser digital ausgestattet als in der Schule und man hat das Gefühl, ich weiß eigentlich viel mehr über digitale Alltagstechnologie Bescheid als meine Lehrer. Das ist auch, was die Lehrer beklagen. Das sollen wir jetzt auch noch können, sozusagen alle Social-Media-Filter kennen, alle möglichen digitalen Kompetenzen dazu beraten können. Da wird es irgendwann too much und das merken die Jugendlichen, dass ihnen dort in der Schule immer weniger geholfen werden kann. Dann die Linke, da muss ich sagen, ich habe den Kommentar verstanden, aber ich habe die Frage nicht wirklich identifizieren können. Die Berufsbildung als zweite Chance, war das das Stichwort? Also ich kann jetzt eher aus qualitativen Interviews, vor allem mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen sprechen und aus der Erfahrung mit Jugendhäusern, mit Ausbildungsleiterinnen und Leitern, die immer wieder sagen, wir brauchen eine gewisse Sensibilität für ein unsichtbares Bildungsprogramm. Nämlich für diejenigen, für die Kompetenzen, für die wir mit unserem bildungsbürgerlich geprägten Auge blind sind und für die Jugendlichen womöglich auch blind sind. Ein Jugendhausleiter meinte mal, wenn die ein Konzert organisieren und dann einkaufen müssen und dann abmessen müssen, wie viel brauche ich denn, wenn da 4 Bands spielen, wie viel Essen muss ich kochen, wie viel Geld muss ich dafür einnehmen und wenn ich auch noch die Künstler dafür bezahlen möchte. Und wenn man das in die Hände der Jugendlichen legt und das im besten Fall noch irgendwie zertifizieren kann, wäre das eine Kompetenz, mit der diese Jugendlichen bessere Chancen hätten im Übergangssystem. Und dafür muss man aber alle möglichen Akteure erstmal sensibilisieren. Und ich glaube, wenn das gelingt, und es gibt in der modernen Pädagogik und Jugendforschung viele Ansätze, die versuchen mal zu sagen, was sind denn in diesen Jugendkulturen angeeignete Kompetenzen? Und ich glaube, wir müssen uns schon seit vielen Jahrzehnten davon lösen, dass eine Jugendkultur oder die Teilhabe einer Jugendkultur eigentlich nur so ein Moratorium ist, wo man vorzugsweise deviante oder fehlangepasste Verhaltensweisen erprobt, ja? Sich die Haare bunt färbt und irgendwie antimäßig drauf ist, sondern wir müssen viel mehr gucken, was passiert denn dort, was Jugendliche später in den Übergängen helfen kann. Weil die Schlüsselbegriffe und Werte, die immer wieder auftauchen, sind ja
Dynamik, Globalität, Kosmopolität, Wettkampfhärte, Mobilität, so diese ganze postmoderne Wertekorsett, aber das wird ja immer weniger oder wird kaum durch Schule überhaupt sozialisiert. Und da müssen wir uns eben öffnen und gucken, wo eignen sich die Jugendlichen in Eigenkompetenz, in Eigenregie diese Dinge an. Dann die Fragen nach den der SPD, nach der Sicherheit. Also das Einkommen ist in den Top 5 genannt worden. Ja? Ich glaube, es gibt einen gewissen Effekt, hier erstmal nicht das Einkommen an oberster Stelle irgendwie anzukreuzen, sondern eine gewisse soziale Erwünschtheit. Es gibt andere Aspekte, aber wir sehen im Gesamtpanorama der Befunde, das ist ein Abwägen. Das Gehalt einerseits aufgewogen mit den Selbstverwirklichungen, mit Vereinbarkeitsaspekten, sodass es durchaus wichtig ist. Und die Jugendlichen sagen, ich fühle mich in gewisser Weise unsicher und weiß nicht, was ich nach der Schule oder im Übergangssystem wirklich beitragen kann im Job und sind sich einfach noch nicht so sicher, ob sie da ihren Weg gehen können. Dann die Zeitkonten. Ja, klar, alles, was letztlich Zeitsouveränität ermöglicht, müssten Jugendliche theoretisch offen sein. Wie die Programme im Letzten ausformuliert sind, was das bedeutet, das wissen sie einfach noch nicht. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, wenn man jetzt Jugendliche bestimmte Jobs anstreben, die einfach das nur schwer ermöglichen, dass man früh sagt, du kannst den Job wählen, aber was sind die Instrumente, die Unternehmen dir zur Verfügung stellen müssten, damit du deinen Wunsch auch erfüllen kannst und keine Enttäuschung dort erleben musst. Sorry, können Sie kurz nochmal, Ja, Sie hatten zwar die Lehrer mit hineingenommen mit 17%, aber hatten dann Praktika, Jobmessen, Infotage extra genommen, sodass man den Eindruck haben könnte, das ist isoliert von der Schule. Aber in Wirklichkeit weiß ich ja, dass Jugendliche gerade über die Schule damit in Kontakt kommen. Da wollte ich jetzt einfach wissen, wie Sie das fragetechnisch behandelt haben. Also das ist weniger aus der Studie beantwortbar, eher aus anderen qualitativen Studien, wo wir sehen, dass an den Haupt- und Realschulen die Jugendlichen viel mehr über die Lehrer mitbekommen und auch über die entsprechenden Ausflüge und Maßnahmen als an den Gymnasien. In den Gymnasien haben die Jugendlichen, vor allem die Mädchen, immer wieder das Gefühl, das bleibt letztlich uns überlassen und die duale Ausbildung ist eher was für die Haupt- und Realschule, wobei faktisch, ich glaube, 2/3 ja mittlerweile von den dualen Ausbildungsberufen von den Gymnasialen übernommen werden. Also da sehen wir eher den Bias nach Schulart, inwiefern das dort ein Thema ist. Ganz anders übrigens in der Schweiz, wo das viel stärker professionalisiert ist und wo wir das auch unabhängig vom Bildungsniveau stärker in den Schulen haben, das Thema. Gut, herzlichen Dank, Herr Dr. Kalmbach. Dann Professor Hohlmeier, bitte. Sie gingen auch Fragen von fast allen Fragestellern. Ja, ich habe es mal einfach in 5 Punkten zusammengefasst. Viele fragten erstens nach den jungen Leuten, die keinen Schulabschluss schaffen, anschließend Schwierigkeiten haben, in eine Ausbildung überhaupt reinzukommen, sie abzuschließen. Also diesen etwa 20% eines jeden Jahrganges, die sozial nicht in die Teilhabeschlaufe hineinkommen und langfristig dann sozial isoliert sind oder potent, kann jedenfalls schnell passieren, und Sorgen machen, weil sie in dissoziale Welten ausweichen, weil sie bestimmte, ich habe es erwähnt, männliche Rituale dann pflegen, die ihre ganze Persönlichkeit nicht weiterbringen, weil sie drogenabhängig werden können und so weiter und so weiter. Da sind Talente drin. Und das sind junge Leute, die meist aus familiären Gründen schlecht aufgestellt, schon beim Übergang in die Grundschule zum ersten Mal gestrauchelt sind. Das beginnt ganz früh und wir schaffen es bisher nicht mit unserem Bildungssystem, diese Defizite dann auszugleichen, sondern meist kumulieren die dann und häufen sich immer weiter an, sodass ich immer weiter wegrutsche. Also es ist eine Herausforderung natürlich an das Bildungssystem, aber wir sprechen jetzt über den Abschluss der Pflichtschulzeit und den Übergang in den Beruf. Und hier wird jetzt meiner Ansicht nach besonders wichtig, bei diesen jungen Leuten, überwiegend jungen Männern, alle Möglichkeiten einer genauen Potenzialanalyse zu nutzen. Die haben wir heute. Also sensible Testinstrumente, um herauszufinden, was kann denn dieser Mensch? Was hat er für ein Profil? Wo sind Stärken? Die ganzen Schwächen sind vielleicht auch, müssen auch sorgfältig analysiert werden. Aber wo sind die Stärken? Kann ich an irgendetwas anknüpfen? Habe ich hier eine Chance? Und kann ich den an den Haken nehmen, diesen jungen Menschen, und ziehen und dann doch rüberziehen in
moderne Ausbildung. Das machen ganz wenige Ausbildungsbetriebe mit gut geschulten Ausbilderinnen und Ausbildern. Das kann man nicht so nebenbei machen. Da braucht man wirklich zusätzliches Potenzial. Ich glaube, es ist immer schon schwer gewesen, aber heute unter den schnelllebigen Bedingungen vielleicht noch einen Zacken schwieriger als jemals zuvor. Also, das sind Leute, junge Leute, die sind es nicht gewohnt, von ihren Eltern gefordert zu werden. Die sind es nicht gewohnt, unterstützt zu werden. Und wenn die das erleben, zum Beispiel in einer Ausbildung, dann kann man manchmal staunen, dann drehen die sich völlig um. Dann haben die plötzlich das Gefühl, dass sie zählen, dass sie irgendwo mitrechnen. Und diese Chance müssen wir, glaube ich, weiter ausnutzen. Strukturell heißt das also alles ausbauen, was Begleitung vom Schulabgang in den Beruf bedeutet. Sämtliche Assistenzsysteme, die wir da haben, Berufsbegleitungen, Mentorsysteme, Bundesagentur für Arbeit macht vieles, viele andere Initiativen. Da müssen wir dringend dran. Wir brauchen heute diese jungen Leute, vor allem, weil die auch soziale Kosten verursachen. Die scheitern ja nicht nur an sich selbst, sondern die bringen uns auch gesellschaftlich enorme Probleme und machen den Reparaturbedarf anschließend sehr teuer. Also ich glaube, hier liegt eine gewaltige Herausforderung. Ob sie historisch ganz neu ist, will ich nicht behaupten, aber sie ist heute zugespitzt. Und es ist heute nach meinem Gefühl, auch nach den Äußerungen der jungen Leute, ist heute schwieriger, zu dieser Gruppe zu gehören, als das noch vor 30 Jahren der Fall war. Da konnte man noch irgendwie so mitschwimmen. Der zweite Punkt. Übergang von der Schule in den Beruf, würde ich auch sagen, war immer schon eine Frage der großen Unsicherheit. Das ist natürlich ein Bruch im Leben, eine richtige Zäsur, ein Statusübergang. In den heutigen Zeiten, würde ich jetzt auch wieder vorsichtig behaupten, ist das schwieriger, weil die beiden Welten so stark auseinandergegangen sind und weil es so lange dauert. Durchschnittsalter derjenigen, die eine berufliche Ausbildung im dualen System aufnehmen, in Deutschland liegt bei sage und schreibe 20 Jahren. Also das Durchschnittsalter. Das bedeutet, da ist eine wahnsinnige lange Strecke entstanden. Und die erhöht die Unsicherheit bei allen, aber eben besonders bei denen, die sehen, welche vielen Möglichkeiten heute eigentlich alle da sind. Und dann kommen wir schnell zu dieser Frage, was machen wir bildungspolitisch? Wollen wir wirklich, haben ja mehrere von Ihnen angesprochen, dieses Thema, wollen wir wirklich es laufen lassen? Dass, wenn wir es laufen lassen, machen in wenigen Jahren 70%, ich schätze mal in 15 Jahren, machen auch bei uns 70% das Abitur. Oder wollen wir da intervenieren, weil wir Angst haben, dass das Abitur entwertet wird? Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde das nicht tun. Ich halte das für etwas, das man schwer korrigieren kann. Das sitzt sehr tief in der Elternschaft und die jungen Leute möchten das auch. Also müssen wir ran an die Abschlüsse. Was bedeutet denn Abitur? Wollen wir das Abitur wirklich als Hochschulzugang weiterführen? Wäre unklug, denn dann bauen wir in den Schulabschluss schon gleich eine bestimmte Priorität ein. Die Gymnasien bilden heute nicht auf das berufliche Ausbildungssystem hin aus, sondern legen im Grunde nahe, dass man, wenn man bei ihnen erfolgreich ist, ein Studium angeht. Wollen wir das so laufen lassen oder wollen wir mal darüber nachdenken, wie heute ein Gymnasium auszusehen hat, was auch schon in den Städten 60-70% der Schülerschaft ja manchmal hat. Also das ist eine richtige Grundsatzfrage. Was machen wir mit den Schulen neben dem Gymnasium? Ich bin ja ein Anhänger eines Zwei-Säulen- oder Zwei-Wege-Systems, finde ich viel besser den Begriff, dass wir neben dem Gymnasium Schulen haben, die eine andere pädagogische Arbeit machen, ein anderes pädagogisches Konzept fahren, auch alle Abschlüsse anbieten, aber eben viel berufsnäher sind und viel intensiver junge Leute auch schon auf das Berufsleben vorbereiten und damit in geeigneter Weise früh beginnen. Also da liegen wirklich ganz viele spannende Herausforderungen. Dritter Punkt, viele haben die Digitalisierung angesprochen, das ist ja hier auch Ihr roter Faden für diese Enquete-Kommission. Da kann ich nur noch mal wiederholen, wir müssen in den Schulen anfangen. Das kann doch nicht sein, dass man sagt, wer in die Schule geht, muss sein Smartphone am Eingang abgeben. Und für junge Leute ist heute das Smartphone ein so selbstverständlicher Bestandteil des Lebens, im Grunde ein Bestandteil des Körpers. Das heißt, ich amputiere diesen jungen Mann und diese junge Frau, wenn ich ihnen sage, du musst dein Smartphone abgeben.
Wir brauchen Schulen, die experimentieren, und ein paar tun das auch zum Glück. Die müssten unterstützt werden, systematisch unterstützt werden, beobachtet, begleitet werden. Ist es nicht möglich, mit dem Smartphone in der Schule zu arbeiten? Und wie sieht das aus? Wo ist der Unterricht in Medienkunde? Wo ist ein systematisches Training, wie ich mit den Geräten umgehe, wie ich mit Netzwerken umgehe, was das bedeutet? Etwas recherchieren, etwas präsentieren, das können die doch zum großen Teil alle. Das dürfen wir nicht in die Freizeit verschieben, sondern das gehört in die Schulen hinein. Und das könnte ich mir vorstellen, kann man mit Unternehmen zusammen machen. Wir könnten darüber nachdenken, ob Schülerfirmen etabliert werden und Unternehmen kooperieren hier mit den Schulen und bilden solche Brücken. Und da stehen digitale Anwendungen verschiedenster Art von Anfang an im Vordergrund. Also Modellschulen, ausprobieren, Geld hineintun in die Schulen, die es schon machen. Das sind schon so 5% etwa der Schulen. Wir brauchen 15-20% der Schulen, die digital experimentieren. Dazu gehören auch die Berufsschulen. Da müssen auch viele ertüchtigt werden, die das zum zentralen Thema machen und uns vorwärts bringen. Diese Mauerpolitik, die daran liegt, Mark Kallenbach hat das gesagt, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich naturgemäß überfordert fühlen und dann blocken und dann auf Wissenschaftler verweisen, die darauf hinweisen, dass die Nutzung des Smartphones das Gehirn zerstört und deswegen in der Schule pädagogisch ist ganz wichtig ist, das Smartphone draußen zu halten. Also wenn wir der Linie weiter folgen, dann kommen wir nicht so schrecklich voran. Dass die Berufsausbildung hier punkten kann, wenn sie die digitalen Akzente besonders stark betont, finde ich auch, ist glaube ich, sehr wichtig. Vierter Punkt, die Eltern. Ja, das ist wirklich so eine Sache. Die sind die Vertrauten der jungen Leute und deswegen sind die so wichtig für die jungen Leute und auch für uns. Ich glaube, wir müssen sie in alle Schritte der Berufsorientierung mit einbeziehen in einer geeigneten Weise. Aber, wurde alles schon gesagt, die sind nicht die besten Berater. Sie sind die vertrauenswürdigsten Berater, gar keine Frage. Sie wollen das Beste für ihr Kind, aber sie können ja nicht die moderne Berufswelt in jedem Winkel kennen. Sie können auch nicht antizipieren, was digital kommt, kann vielleicht auch kein Fachmensch heute so richtig. Aber Eltern werden auch hier eher vorsichtig sein und eher zurückhaltend sein. Das heißt also, wir müssen Eltern mit einbeziehen in die Berufsausbildung, aber gleichzeitig ihre Rolle relativieren. Dahin tun, wo sie hingehört, dass sie allenfalls noch Hintergrundberater sind. Die dürfen nicht Vordergrundberater sein. Das ist für die Berufsausbildung der jungen Leute nicht gut. Und das heißt, wir brauchen Profis der Berufsorientierung und des Übergangs im Schulsystem. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie können diese beiden auseinandergedrifteten Kontinente entweder wieder zusammengebracht werden oder wie können wir Brücken bauen? Wie sieht es aus mit Unternehmensvertretern, die in die Schule gehen, mit einem systematischen Ausbau der Berufspraktika, die wir ja immerhin schon in Jahrgang 8 ist, glaube ich, ne? Durchgehend in allen Schulformen heute haben. Ein ganz toller Gewinn. Vielleicht lässt sich da was draus machen. Vielleicht können wir nach Abschluss der Schule Probeausbildungsjahr einführen oder Probestudien einführen oder irgendwelche solche Absicherungen und da systematisch beraten und coachen. Und der fünfte Punkt. Was wollen die jungen Leute? Also wenn wir das mal summieren, solche Daten, wie Herr Kallenbach sie vorgetragen hat, die decken sich ja mit den anderen Studien, die wir haben, dann ist hier eine junge Generation, die will sich einbringen, die will eine Rolle spielen und die will vor allem persönlich sich verwirklichen. Ich finde das richtig, dass vorhin jemand gesagt hat, vorsichtig mit dem Begriff weicher Faktor. Das ist ganz schön hart. Das ist nämlich eine richtige, klare Konturierung. Sie möchten beruflich sich persönlich einbringen. Das ist ein gewaltiges Kapital. Und jetzt sind wir dran. Jetzt müssen wir das aufnehmen. Wir müssen sie persönlich ansprechen. Die wollen heute, dass sie gemeint sind mit Impulsen und wir nicht allgemein irgendwas fördern, sondern individuell, das wissen sie vom Digitalen, von ihren Tätigkeiten, von ihren Videospielen, dass es individualisiert ist, dass man auch ein individualisiertes Feedback kriegt. Das erwarten die von jeder Ausbildung und auch von einer beruflichen Ausbildung. Die Frauen vor allem, aber
hinterher, jetzt kommen auch die jungen Männer, wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch schon perspektivisch. Sie wollen alle eine gute eine Betriebsatmosphäre, sie wollen durchschaubare betriebliche Strukturen und Hierarchien. Sie haben alle eine eingebaute Burnout-Sperre. 24 Stunden am Tag, das wissen Sie, digital kann ich die ganze Woche durchgehend arbeiten, kann von meinem Arbeitnehmer ständig angesprochen werden, das wollen die nicht. Deswegen alle Schritte der Zeitsouveränität sind von äußerst großer Bedeutung und machen Ihnen das klar, dass das ernst gemeint ist. Es gibt viele, die fragen, muss ich hier freitags arbeiten beim Vorstellungsgespräch? Und da verstehen die Leute das oft falsch. Das ist eine Testfrage, ob Flexibilität in der Zeit drin ist, also ob es eine Zeitsouveränität gibt oder nicht. Kurz, was die jungen Leute hier fordern. Ich finde, es ist sowas von nachvollziehbar, wenn ich das Digitale noch dazu tue, alles soll digital sein, ist ja Ihre Forderung. Ja, das steht in jedem modernen Managementbuch. Und das steht da drin als Forderung an moderne Unternehmen, an moderne Ausbildung und moderne Betriebe. Und die jungen Leute fordern das ein. Also wenn wir auf sie hören, wenn wir auf sie eingehen, wenn wir sie gewinnen, und heute müssen wir das tun, sonst kriegen wir nicht genug Leute, dann machen wir meiner Ansicht nach genau das Richtige. Das waren meine 5 Punkte. Und weil Sie gezielt danach gefragt haben, Generation Y, welche Krisenbedeutung hat das? Das noch eben zum Schluss. Ich glaube, ja, Sie haben völlig recht, in Krisen aufgewachsen sind viele Generationen und mussten mit den Krisen zurechtkommen. Aber für junge Leute ist immer die entscheidende Krise, kriege ich einen Arbeitsplatz, habe ich eine Chance darauf, ja oder nein? Und da ist die Generation Y eine, die so ähnlich wie die Nachkriegsgeneration so eine elementare Verunsicherung gehabt hat. Ich glaube, das müssen wir anders bewerten als andere Krisen. Herzlichen Dank, Professor Hochelmann. Jetzt würde ich Herr Dirks kurz und dann Frau Krüger und Herr Weingarten. Ja, kurze Frage von Frau Fahimi, die natürlich jetzt zum langen Vortrag einlädt, den ich mir verkneife. Aber das Entscheidende, glaube ich, was unter anderem durch diese Studie passiert ist, ist so dieser Perspektivwechsel. Also dass auch im Zuge der Knappheit die Betriebe natürlich sich fragen, wie ticken diese jungen Leute und was ist sozusagen meine branchen- und betriebsspezifische Antwort. Und dann komme ich zum einen zu den Themen, die wir hier besprochen haben, sich mehr in der Berufsorientierung zu orientieren. Herr Weisert war vorhin das Stichwort Ausbildungsbotschafter in Stuttgart und anderswo, also auch Azubis in die Schule zu schicken als Peer-to-Peer-Variante. Aber auch die IHKs haben zum Beispiel auch die Eltern jetzt neu entdeckt in dem Zusammenhang. Auch das haben wir besprochen. Ich glaube, das ist in der Phase vor der Ausbildung ganz wichtig, weil dort, wo die Kontakte sind, werden auch manche Vorurteile abgebaut, die ja jetzt auch wir hier alle kennen und sind der beste Weg, um an junge Leute ranzukommen. Während der Ausbildung gibt es ganz verschiedene Dinge. Ich will mich jetzt mal stürzen auf 2 Beispiele, nur neben den vielen finanziellen Anreizen, Mobilitätshilfen und so weiter. Nur mal ganz konkrete Beispiele. Herr Kallenbach hat ja unter anderem die sozial-ökologischen als eine Gruppe vorhin mal so kurz angetickt. Dazu passt ganz gut, dass es seit ein paar Jahren Energiescouts gibt. Das hat nicht nur einen umweltpolitischen Hintergrund natürlich auch, sondern auch die Idee, dass junge Leute da tatsächlich eigenverantwortlich durch die Hallen gehen und die Einsparpotenziale erforschen und damit ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch bekommen. Das Gleiche gibt es, und dann komme ich zum Schluss noch auf ein Beispiel aus dem Thema Digitalisierung. Wir haben das jetzt auch auf die Digitalisierung übertragen. Es gibt jetzt auch Digi-Scouts, die machen sowas Ähnliches und versuchen auch da Potenziale als Azubis schon in den Betrieben aufzudecken. Das sind so ganz konkrete Beispiele. Aber ganz wichtig auch, was inzwischen verdammt viele Unternehmen machen, sind abteilungsübergreifende Azubi-Projekte, also auch um interdisziplinär in den Betrieben da auch zusammenzuarbeiten. Also da ist gerade die letzten 5 Jahre, um jetzt mal den Zeitraum seit dieser Studie zu nehmen, sehr, sehr viel passiert. Und die Unternehmen sind ja auch gut beraten, angesichts des Wettbewerbsumfelds sich da weiter zu engagieren. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Darks, Frau Krüger, Herr Weingartner, Herr Schnitzler, was Sie, wer möchte antworten? Wollen Sie moderieren? Frau Krüger vielleicht zunächst. Ja. Gut,
Dann habe ich die Ehre zu beginnen mit der Frage Berufsorientierung an Schulen. Wie kann das passieren? Wer soll das machen? Wie soll das gehen? Ich fände es auf jeden Fall sinnvoll, das in der 8. Klasse spätestens zu beginnen, um da einfach früher das Bewusstsein zu schaffen und da auch ein bisschen diesen Stress rauszunehmen, dass man dann doch denkt, oh, jetzt muss es aber doch ein bisschen schneller gehen und sich da langsam ranzuführen, sinnvoll. Auf jeden Fall finde ich, dass die Unternehmen in die Gymnasien reingehören, um da auch duale Ausbildungen vorzustellen. Wir hatten an unserer Schule auch Unternehmen vor Ort, die aber immer nur duale Studien vorgestellt haben und nie duale Ausbildungen. Was ein bisschen erstaunlich war, weil als ich mein Vorstellungsgespräch hatte, war dann die Aussage, also wir bilden sowieso nur Abiturientinnen und Abiturienten aus und höchstens mal Wirtschaftsschulabgänger, wo man sich dann wundert, warum in den Gymnasien eigentlich nicht dafür geworben wird. Auch finde ich den Besuch von so Berufsmessen ganz gut. Auch da waren wir auf einer Abi-Messe, die sehr studienlastig war. Da war auch kaum was zur dualen Berufsausbildung und eben, wenn dann, immer duale Studiengänge. Auch da fände ich es gut, wenn man eben in beide Richtungen was machen könnte. Und auch die Bundesagentur für Arbeit hat unser Gymnasium besucht und da Vorträge gehalten und eben auch diese Eignungstests vorgestellt, wo ich ja dann auch einen gemacht habe. Aber auch da war die Beratung praktisch nur, wenn Sie sich halt Richtung Studiengang orientieren möchten. Und also das war eben auch sehr auf das Studium geschmälert. Jetzt haben wir ja vorher von Herrn Weingärtner schon gehört, dass es da auch jetzt andere Möglichkeiten mit vierstelligen Codes gibt, wo man dann auch berufliche Ausbildungen empfohlen bekommt. Genau, das fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, also ich bin persönlich ein großer Fan des Praktikums. Das finde ich immer eine gute Sache, wenn man im Vorfeld schon mal in den Beruf reinschnuppern konnte, beziehungsweise überhaupt mal in die Arbeitswelt. Das ist ja doch da ein bisschen anders, wenn man als Schüler von der Schule kommt. Und dann, ich kann mich an meine erste Woche in meiner Ausbildung erinnern, es war viel zu viel und viel zu viel Input und Einflüsse dringen auf sie ein. Das sind sie natürlich erstmal nicht gewohnt. So ein Praktikum ist da eine gute Vorbereitung, auch wenn man vielleicht schon mal ein Berufsbild im Kopf hat, was einem gefällt, kann man sich da vielleicht das schon mal anschauen. Und vor allem, gerade in der Hinsicht am Gymnasium, man hat dann wirklich, man kann eine fundierte Entscheidung treffen. Also es ist auch mein Eindruck so, dass es am Gymnasium eher so ist, dass man vielleicht nicht gedrängt, aber dass zumindest die Option die beste sein soll am Ende mit einem Studium. Und jemand aber, der wirklich ein Praktikum gemacht hat und die Möglichkeit des Studiums hat, kann sich nur fundiert entscheiden, wenn er beide Seiten kennt. Und vielleicht ist das der erste Anknüpfungspunkt, wie man vielleicht auch viele Gymnasiasten dazu bringen kann, wirklich sich für einen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Herr Born, Sie hatten gefragt nach den Rahmenbedingungen, die dazu nötig wären. Es ist ja momentan schon im Gespräch, einen Mindestlohn einzuführen für Ausbildungen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter erster Schritt. Sie hatten es vorhin, Herr Kalmbach, abgewogen zwischen sozialer Komponente und dem monetären Aspekt. Ich denke, wenn wir den monetären Aspekt erstmal zumindest angreifen, können wir uns mehr um die soziale Komponente kümmern und da dann wirklich auf den individuellen Auszubildenden eingehen, um ihn dann in der Firma zu halten, seine komplette Manpower wirklich zu generieren, dass er 100% oder sie für die Firma gibt und im Endeffekt so alle gewinntragend davon sind. Auch als gute Vorstellung kann ich mir vorstellen, dass eben diese Tests wirklich flächendeckend angeboten werden, dass viele, die überhaupt gar nicht wissen, was sie erst machen möchten, also oft, wenn man sich mit 8-9-Klässlern unterhält, was willst du später machen? Ja, keine Ahnung. Das ist oft die erste Antwort, die man bekommt. Und dass man da vielleicht einfach ein bisschen was an die Hand gibt, um vielleicht auch das Elternhaus in einer gewissen Weise zu entlasten. Nicht jeder hat die Möglichkeit, auf ein Elternhaus zurückzugreifen, das einem wirklich da gut informieren kann. Das wäre eine Möglichkeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass man das gut miteinander kombinieren könnte. Die nächste Frage war Digitalisierung, wie das im Betrieb angekommen ist. In meinem Betrieb ist es eben Rezeption und Kassensysteme, das hatte ich ja schon angesprochen. Auch die vielen App,
Apps und Möglichkeiten für die Gäste, jetzt online einzuchecken, online Extrawünsche zu äußern. Das ist auch ein Punkt, wo wir natürlich geschult werden müssen, um den Gästen das erstmal zu erklären und dementsprechend dann auch auf die Wünsche zu reagieren. Der zweite Punkt im Betrieb ist E-Learning. Auch dazu habe ich ja schon was erzählt. Der dritte Punkt, der aber, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist, dass E-Learning eben auch die Grenzen des Betriebs, E-Learning, also Digitalisierung, die Grenzen des Betriebs verschiebt. Also wir haben eben auch ganz deutlich so die Tendenz im Betrieb, dass WhatsApp-Gruppen gemacht werden von Azubis oder auch so von Abteilungen, in denen man sich dann austauscht und sagt, ja, kannst du vielleicht heute für mich einspringen, ich bin krank, wo auch ein bisschen teilweise die Verantwortung Ersatz zu suchen, jeder einzeln dann übernimmt. Außerdem auch über Facebook sehr viel und soziale Netzwerke, dass man immer wieder eingeladen wird, irgendwas zu liken vom Betrieb, dass man irgendwie mit jedem aus dem Betrieb befreundet ist. Also auch das ist ein Punkt, wo Digitalisierung im Betrieb angekommen ist und wo man sehr früh eben damit konfrontiert wird, dass der Betrieb halt auch im Mobiltelefon sozusagen mit dabei ist und auch immer dabei ist. Was ich noch gerne anfügen möchte, ist, für mich entsteht da schon der Eindruck, dass die Berufsschulen ein bisschen digitaler aufgestellt sind als vielleicht weiterführende Schulen, für mich persönlich zumindest. Es ist schon so, dass sie an weiterführenden Schulen momentan noch ein bisschen ein Loch an Digitalisierung haben, sage ich mal, beziehungsweise einen ziemlich mit großen Flickenteppich. Sie haben einzelne Pilotschulen, die wirklich nach vorne stechen. Gerade oft sind es Berufsschulen. Da ist auf jeden Fall noch ein großer Ansatzpunkt, der weiter verfolgt werden müsste. Bezüglich den digitalen Kompetenzen, ich glaube, Frau Wohlbischof, Sie waren auch auf der Konferenz von Bitkom, die Bildungskonferenz, ist eine Zahl immer wieder gefallen, dass die Schule 1% der Medienkompetenz vermittelt und 99% die Schüler selbst zu Hause sich aneignen. Kann ich so gut mitgehen, würde ich sagen. Es ist schon so, dass die Schule momentan, da nehme ich die Berufsschulen nicht aus, wenig mit digitaler Kompetenzvermittlung arbeiten. Also es ist, Ihnen wird gezeigt, dass es das gibt. So kann ich es mir jetzt auch vorstellen, was Frau Krüger geschildert hat, dass es die Möglichkeiten, technischen Varianten gibt, aber nicht wirklich direkt, wie gehen Sie damit um? Was haben Sie für Nachteile, für Vorteile, was für Etikette etc. Also es sind wirklich Sachen, auf die reingegangen werden muss und ich weiß auch nicht, ob da die Verantwortung nur bei der beruflichen Schule liegt. Genau, ich glaube, jetzt sind wir schon bei der Frage nach den digitalen Kompetenzen. Dazu eben auch nochmal, finde ich ganz wichtig, eben was Herr Professor Hürl manchmal angesprochen hatte, dass man praktisch das sehr intuitiv macht, gerade das mit den sozialen Netzwerken, mit Chatrooms und so weiter, aber eben da wenig aufgeklärt ist über Sicherheitsrisiken, die daraus auch entstehen. Also ich denke, eine digitale Kompetenz, die man auf jeden Fall lernen sollte, ist auch mal abzuschalten. Genau, das wollte ich eigentlich noch mal ergänzen. Okay, also ich gebe den Takt an und mache direkt weiter mit der nächsten Frage. Das war die Frage zu regionaler Mobilität. Da bin ich nicht sicher, ob ich den Begriff richtig verstanden habe. Ich lege ihn jetzt mal in zwei Richtungen aus. Die erste Richtung, also ob die für Studierende höher ist als für Azubis, ob man dieser Tendenz zustimmen kann. Ich sehe regionale Mobilität jetzt mal im Sinne von Pendeln an. Ist das in Ordnung? Auf Umziehen bezogen, okay. Also zunächst auf Umziehen bezogen dann. Würde ich zustimmen, dass sie für Studierende höher ist als für Auszubildende. Den Eindruck habe ich auch bei meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Bei den Auszubildenden gibt es aber doch auch relativ viele, die schon wegziehen, um einen Beruf zu erlernen.
aber halt nicht in dem Ausmaß wie die Auszubildenden. Und eben dann eher von ländlicheren Regionen in die Stadt, um eben bei größeren Betrieben arbeiten zu können. Genau, oder bei Ketten, vor allem mit dem Hintergrund, dann in Zukunft international vielleicht da Austausch machen zu können. Zum Pendeln sage ich jetzt einfach trotzdem auch was. ich glaube, dass die Azubis besonders also bereit sind, da viele Wehrnisse auf sich zu nehmen, im Gegensatz zu den Studierenden. Also wir hatten Azubis, die teilweise sogar aus Augsburg bis nach München reingependelt sind und da wirklich weite Strecken auf sich genommen haben. Wir hatten Dienstbeginn ab 5 Uhr morgens und nach 2 Uhr nachts. Das heißt, da fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Mit der Ausbildungsvergütung kann man sich meistens kein Auto leisten. Das heißt, wir hatten Azubis, die nachts quer durch die Stadt gelaufen sind, 2,5 Stunden. Also das, was ich heute hier durch Berlin einmalig machen musste, haben die teilweise täglich gemacht, um zum Dienst zu erscheinen, beziehungsweise um nachts heimzukommen. Manche haben auch in der Kantine übernachtet. Ich konnte mit dem Auto fahren zum Glück, allerdings hat die Garage 65 Euro im Monat gekostet, das konnte ich mir auch nicht leisten. Dann habe ich am Straßenstrich geparkt, weil da war es kostenlos. Das war dann am Wochenende auch nicht so schön, da entlang zu laufen, aber das war dann auch nicht mehr so weit zu laufen. Noch eine Viertelstunde und dann war man auch im Betrieb. Genau, also da muss man sagen, liegen die Azubis eben doch eine Pendelbereitschaft an den Tag, um zum Betrieb der Wahl zu kommen. Ja, ich habe es so interpretiert, dass es ums Umziehen quasi geht. Bei mir war dasselbe, also ich musste ja für die Ausbildung musste ich nicht umziehen, die hat in Nürnberg stattgefunden, von daher war es für mich auch ein kurzer Arbeitsweg. Jetzt fürs Studium haben Sie ja oft das Problem, dass Sie allein schon, um für den Studienplatz zugelassen zu werden, sich an mehreren Unis bewerben müssen. Das heißt, es ist grundsätzlich so, dass Sie schon eine größere Bereitschaft haben müssen, um zumindest regional mobil zu sein. Ich kann mir auch damit vorstellen, im Normalfall, wenn Sie eine Ausbildung haben, nach Arbeitsende, haben Sie dann gewisserweise mit der Arbeit abgeschlossen. Wenn Sie studieren, müssen Sie ja noch lernen, Ihre Zeit einbringen etc. Was ich mir vorstellen kann, dass das für viele auch erstmal ein guter Punkt ist, um von daheim auszuziehen, eine gewisse Selbstständigkeit zu entwickeln. Und warum dann nicht auch gleich ein paar Städte oder Bundesländer weiter? Ich kann mir vorstellen, dass es damit auf jeden Fall zusammenhängt, warum Studierende eher bereit sind, fortzuziehen als Auszubildende. Wobei bei mir es auch so war, dass viele, die im ländlichen Raum gewohnt haben, dann wirklich in die Stadt gezogen sind, um dann eben auch nicht so einen weiten Arbeitsweg zu haben, allerdings eher dann im regionalen Bereich. Genau, so viel zur regionalen Mobilität. Genau, digitale Kompetenzen hatten wir schon. Frau Kittel, Sie hatten gefragt, ob es bewusst war, dass die Ausbildung nur ein Zwischenschritt sein sollte. Also, bewusst nicht. Bei mir hatte das auch gesundheitliche Gründe mit unter anderem, warum ich mich nochmal umentschieden habe. Ich hatte für mich geplant, eigentlich schon den Ausbildungsberuf zu machen, dann dort auch in einer selbstständigen Tätigkeit weiterzuarbeiten und dann dort ich sag's mal, Fuß zu fassen in verschiedener Hinsicht. Aber für mich war eigentlich schon das so geplant. Also ich bin auch ein großer Verfechter und überzeugt von der dualen Ausbildung, wie wir sie haben. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die im Ausland sehr positiv angesehen wird und von daher schon sehr überzeugend ist. Für mich war das auch erstmal der erste Weg, den ich so gehen wollte. Also das Abitur war für mich wirklich jetzt eher der Plan B. Ja. Für mich war es schon zunächst mit dem Ziel, ein Studium zu machen. Ich hatte eben eigentlich schon den Plan gefasst, danach nochmal zu studieren, sobald ich mir eine Grundlage aufgebaut hatte und dann auch als Fachkraft weiter arbeiten zu können neben dem Studium, wie ich das ja jetzt auch in Teilzeit mache. Tatsächlich hat sich das während der Ausbildung gewandelt, nachdem immer mehr auch Leute aus der Personalabteilung auf mich zukamen und meinten, du brauchst kein Studium machen, wir haben super interne Management-Trainings. Also da war auf jeden Fall eine gute Aufklärung vorhanden, welche Weiterbildungsmöglichkeiten da bestehen.
und dass dafür eine akademische Ausbildung eigentlich obsolet wäre. Dadurch, dass ich mich dann natürlich über den Weg der betrieblichen Mitbestimmung von Management-Trainings etwas entfernt habe, aber gleichzeitig eben gemerkt habe, dass aufgrund der Rahmenbedingungen und der Arbeitszeiten und so weiter in der Branche ich eben trotzdem noch einen Schritt weiter gehen wollen würde und dann eben in eine der genannten Richtungen mich weiterentwickeln wollte, kam ich dann wieder zurück sozusagen zu dem Plan, nach der Ausbildung noch ein Studium abzuschließen. Genau, dann hatte ich noch hier die Frage, ich glaube auch von Frau Fahimi, rücken andere Aspekte in den Vordergrund, wenn man erstmal in der Ausbildung ist? Da würde ich ganz deutlich Ja sagen. Also ich denke, es ist immer so, dass man überrascht wird von den Bedingungen, die man vorfindet. Wir haben ja auch gesagt, oft hat man noch kein Praktikum absolviert oder noch keine umfassenden Informationen über die Branche, in der man dann tätig wird oder über den Betrieb. Und gerade bei unseren Auszubildenden kann man halt sehen, dass das der unromantische Aspekt des Geldes dann doch etwas an Wichtigkeit gewinnt, vor allem wenn man eben sieht, welche Ausgaben noch auf einen zukommen. Also auch in der Gastronomie muss man Equipment selber besorgen. Das geht bei Kochknöpfen los, die man in die Jacke so reinknöpft. Dann die Servicehosen, die Serviceschuhe, Hemden, teilweise gab es in der Berufsschule Auszubildende, die selber die Reinigung bezahlen mussten von den Hemden jeden Tag. Und die Köche müssen diese Messersammlungen auch selber anschaffen, was unwahrscheinlich teuer ist. Dann natürlich auch dieser Aspekt, was ich gerade gesagt habe mit dem Pendeln, also Mobilität, dass das halt auch Geld kostet, auch Azubi-Tickets sind oft noch richtig teuer oder gar nicht vorhanden. Und da merkt man dann, dass das Geld dann doch eine Rolle spielt. Da möchte ich auch noch mal in die Kerbe schlagen von Herrn Weingärtner vorhin. Also Mindestausbildungsvergütung ist auf jeden Fall ein Punkt, der Ausbildungen viel attraktiver machen kann. Ein anderer Punkt ist Verantwortung. Verantwortung ist was, was sich, glaube ich, viele junge Leute erst mal wünschen. Das kann aber auch ziemlich belastend werden. Gerade in der Hotellerie gibt es halt also viele Abteilungen, die eigentlich nur auf den Schultern von Azubis liegen, oft aufgrund von Krankheitsfällen. Bei uns war es in der Frühstücksküche so, wir waren morgens zu viert, vier Azubis, die allein das Frühstück für 482 Zimmer gemacht haben, weil die einzige festangestellte Köchin im Langzeitkrankenstand war und die anderen festangestellten Köche erst zwischen 8 und 11 kamen, weil die dann noch die Mittelschicht und die Spätschicht vorbereiten mussten und durchführen. Das war dann doch ziemlich viel Verantwortung. Und das kann einen dann schon belasten und so weit gehen, dass man dann freiwillig halt um 4 kommt, damit man auch sicher mit der Vorbereitung fertig ist, wenn um 6.30 Uhr dann die ganzen Gäste vor der Tür stehen. In anderen Abteilungen gibt es halt auch Aufgaben, zum Beispiel im Housekeeping, wo es eine feste Anzahl an Zimmern gibt und die sind in dem Verantwortungsbereich des Auszubildenden, egal wie viel Zeit das halt erfordert. Und auch bei der Arbeitszeit denke ich, dass sich das viele nicht so vorstellen, wie es dann ist. Man kann ja im gesetzlichen Rahmen bis zu 10 Tage am Stück arbeiten, teilweise bis zu 12, wenn nämlich in der ersten Woche die freien Tage auf Montag, Dienstag liegen und in der nächsten auf Samstag, Sonntag. Dann hat man zwei Tage Wochen, die zusammen 10 Tage sind. Dann hat man Arbeitstage von 8 Stunden bis zu 10 Stunden. Teilweise weitet sich das auch noch aus. An den Arbeitstagen, da liegt das Problem halt immer am Schichtende, dann kommt noch eine Gruppe rein und man kann die Gäste jetzt auch nicht rausschmeißen und muss dann da weitermachen. Da kann natürlich auch nicht
die Lösung darin liegen, dann zu sagen, okay, dann machen wir halt einen längeren Arbeitstag legal, weil das Problem immer am Ende des Arbeitstages liegt. Also wenn man dann sagt, okay, dann machen wir 12 Stunden legal, dann ist es halt am Ende von 12 Stunden, schiebt dann wieder die Grenze raus. Also hier ist es halt wichtig, dass man betont, nach 8 Stunden sollte die Regel sein und dann kann man auf 10 Stunden im Notfall ausweichen. Und somit kommt man dann eben auf eine große Belastung an Arbeitszeit und allmählich wendet sich dann doch der Freundeskreis ab. Also auch wenn man vorher denkt, so, boah, wir gehen durch dick und dünn, am Anfang melden sich die Freunde noch und dann immer seltener und irgendwann gar nicht. Und deswegen, um darauf nochmal zurückzukommen, denke ich, dass auf jeden Fall die Aspekte wie Geld und am Ende dann eben auch Freundschaften und Freizeit und auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, doch wieder mehr in den Vordergrund rücken als die Aspekte, die man bei der Berufswahl erstmal favorisiert hat. Ja. Vielen Dank. Noch eine Ergänzung oder sind wir? Also vielleicht, was ich noch hinzufügen kann, ist, es wenden sich wirklich, also wenn Sie dann viel arbeiten, gerade am Wochenende unterwegs sind, ich glaube, bei dir war das ja auch so, wenden sich die Freunde schon ab. Es war dann so, dass man die besten Freunde in der Ausbildung gefunden hat, dann, weil die natürlich eh immer mit dabei waren. Und es ist aber definitiv ein Problem, dass Ihr vorheriger Freundeskreis natürlich schon weniger von Ihnen hat, wenn Sie zeitlich sehr belastet sind in der Arbeit. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen für die Beantwortung der Fragen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Also unsere Zielzeit wäre jetzt maximal 3:45, damit wir die anderen Punkte noch kurz schaffen. Jetzt frage ich mal offen in die Runde. Wir schaffen jetzt keinen zweiten Durchgang mehr. Ob es noch Fragen gibt, jeweils eine Minute. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer noch eine Frage hätte? Also, dann ganz kurz jeweils maximal eine Minute bitte. Herr Albani noch, jawohl. Dann zunächst Frau Professor Kohlrausch, bitte. Ja, ich habe noch mal Fragen gehabt aus der ersten Runde zur Frage der Berufswahlentscheidung, wo wir hören jetzt immer, dass sozusagen das Missverhältnis zwischen materiellen und nicht oder extrinsischen und intrinsischen Motivationen oder materiellen und nicht materiellen Motivationen. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie in Ihren Daten so eine gewisse Widersprüchlichkeit war, die mich noch mal interessieren würde. Weil einerseits hieß es irgendwie schon, dass Fragen von Status, Statuserhalt und so weiter eine zentrale Rolle spielen. Auf der anderen Seite das Gehalt weniger. Die Frage ist, wie kann man diese Widersprüchlichkeit noch mal anders zusammenbringen? Und ich hätte noch eine Frage an Frau Schnitzler. Sie haben gesagt, was motiviert, nach dem Abitur sich für oder gegen eine Berufsausbildung zu entscheiden. Was wir aber ja wissen, ist, dass eigentlich keine Frage so sehr darüber entscheidet, wie der Bildungshintergrund der Eltern. Ja, das heißt, auch unter den Studienberechtigten machen die, die nicht Akademikerkinder sind, eine Berufsausbildung. Und die Akademikerkinder gehen fast alle auf die Universität. Und da wäre die Frage, wie kann man diese Bias und diese Verschärfung sozialer Ungleichheit an diesem Übergang noch mal, also welche Ideen gibt es, wenn man Werbung macht für Berufsausbildung, das zu vermeiden, dass es dadurch zu einer Verschärfung sozialer Ungleichheit kommt? Danke sehr, Professor Kohlrausch. Herr Albani. Ja, ich möchte noch mal zurückkommen für zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage an Professor Hogelmann und an Herrn Dr. Kallenbach. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, was die Berufsorientierung anbelangt. Weil wie soll sie am Ende aussehen? Sie soll nicht gemacht werden von Akademikern, die dann zwar ein Hochlied auf die duale Ausbildung singen, am Ende aber innerhalb von 5 Minuten alles mit einem Hochgesang auf die Studentenherrlichkeit vernichten können. Wenn ich mir die Befragung von Herrn Dr. Kallenbach generell anschaue, dann sind die Beratungen an sich sozusagen sogar generell in Frage zu stellen. Sie stehen eher am Ende des gesamten Verfahrens und die Praktika am Anfang. Wenn ich mir jetzt aber die Praktika in der Realität anschaue, sie finden bei uns weit überwiegend an den Gymnasien dann im Februar statt. Da kommt schon mal die klare Aussage der jungen Menschen, du bist doch nicht verrückt. Ich bin zwar interessiert an Baumschulen, die bei uns hier ganz viel vorkommen, aber doch nicht im Februar. Da gehe ich schön zu einer Bank, sitze da eine Woche im Warmen ab und dann gucken wir mal weiter. Also kurz und klein. Muss eine Berufsorientierung sich nicht viel stärker am Individuum orientieren? Punkt 1. Punkt 2. Die Praktika in die Berufsorientierung mit eingebracht werden und nicht freigestellt werden im Sinne von Opportunität und Einfachheit der Erreichung.
Erreichbarkeit, sondern im Sinne eines mehrfachen Ausprobierens individueller Interessen und das dann auch entsprechend erproben und nicht da, wo geht es am leichtesten hin, wo ist es am wärmsten. Also, dass man da wirklich ein Konzept hineinbringt, das Berufsorientierung am Ende dem Einzelnen wirklich zur Orientierung nutzt. Und findet das schon statt oder hätten Sie da Anregungen für? Danke sehr, Kollege Stefan Albani. Frau Kollegin Föllers. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen docken im Prinzip bei den Kolleginnen Kohlrausch und Albani an. Einmal zum Aspekt der Höhe von Einkommen. Sie haben in Ihrer Studie, Herr Kalmbach, gesprochen davon, der Beruf muss ein hohes Einkommen garantieren. Können Sie das nochmal spezifizieren? Was haben Sie da als hoch definiert? Weil ich glaube, jeder definiert das irgendwie für sich persönlich auch anders, je nach vielleicht familiärem Hintergrund. Da können mal 300 Euro sehr viel oder sehr wenig sein, je nachdem, was ich vielleicht auch gewohnt bin. Und welche Schlüsse sich daraus dann eben für die jungen Leute draus ziehen lässt. Und dann eben nochmal bei dem auch wieder angedockt, was Frau Krüger gerade sagte, mit ihrem Plädoyer für auch eine Mindestausbildungsvergütung. Da würde mich interessieren, welche Höhe da vielleicht ganz spannend wäre, damit man tatsächlich all das mit einbringen kann, was eben in Ihrer Studie sich auch wiederfindet. Und dann der Bereich von Herrn Albani nochmal ergänzt. Die Frage ist ja auch, ob wir vielleicht nicht grundsätzlich in der Berufsorientierung viel früher ansetzen müssen. Stichwort vielleicht schon in der 7., schon in der 8. Klasse in allen Schulformen. Wir haben das eben schon angediskutiert. Da würde mich nochmal vielleicht die Expertise von Herrn Professor Hurlmann interessieren. Danke sehr, Frau Kollegin Föllers. Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann gehen wir in eine letzte Antwortrunde. Das kommt dann auch ungefähr hin mit der Zeit. Ich würde mit Ihnen, Frau Schnitzler, beginnen. An Sie war eine Frage gekriegt. Ja, Frau Kohlrausch, Sie haben natürlich völlig recht, dass man dieses Phänomen beobachtet, dass auch bei den jungen Leuten mit Abitur die Personen mit Akademiker-Elternhaus eher ins Studium einmünden und die ohne dann eher in die Ausbildung. Bei der multivariaten Betrachtung, also gleichzeitige Betrachtung aller Faktoren, ist dieser Effekt des Studienhintergrunds der Eltern tatsächlich verschwunden bei mir in der Studie zugunsten der Erwartungen, die die Jugendlichen bei ihren Eltern vermuten. Diese Erwartungen speisen sich natürlich aus dem, was sie bei den Eltern vorgelebt bekommen. Das stimmt und jetzt ist auch, also an diesem Effekt an sich lässt sich, glaube ich, nicht rütteln. Die Frage ist, wie könnte man das jetzt vermeiden? Ein großer Punkt, wenn man in einem Akademikerhaushalt und vielleicht auch entsprechenden Bekanntenkreis aufwächst, fehlt einem auch schlicht die Vertrautheit mit dem anderen Bildungsweg Ausbildung. Also Kollegen von mir haben eine Studie gemacht zum Thema Ausbildung im Handwerk und da hat sich sehr schön gezeigt, dass mit abnehmender Vertrautheit mit dem Handwerk als solchem auch die Neigung abnimmt, im Handwerk zu arbeiten. Also wenn ein Elternteil Handwerker ist, ist die Neigung noch sehr hoch. Wenn man dann zumindest im Bekanntenkreis Handwerker hat, ist sie schon etwas geringer, aber immer noch stark vorhanden. Und wenn man dann aber niemanden im Umfeld hat, der praktisch im Handwerk arbeitet, ist die Neigung auch sehr gering. Und hier, denke ich, könnte schon auch angesetzt werden, dies zu erhöhen. Einerseits natürlich durch Praktika, zu denen man die Jugendlichen ermutigt, aber vielleicht auch, indem man in der Oberstufe solche Tätigkeiten vielleicht ein bisschen stärker berücksichtigt. Also unserer Meinung nach ist die Oberstufe sehr stark ausgerichtet auf die Vermittlung so geistiger Arbeit und es geht ein bisschen zulasten von kreativen, gestaltenden, auch handwerklichen Tätigkeiten, die dort einfach nicht vorkommen und auf diesem Wege könnten auch Schüler und Schülerinnen, die diese Erfahrung nicht im näheren sozialen Umfeld haben können, auch wieder mit diesen Tätigkeiten verstärkt in Kontakt kommen. Und ein zweiter Punkt ist sicherlich, dass diese Erwartungen, die die Eltern an die Schüler haben oder vermeintlich haben, vielleicht auch stärker offensiv reflektiert werden sollte in der Berufsorientierung, weil das wird oft nicht getan. Diese Einflüsse wirken, das haben wir jetzt heute hier schon mehrfach gehört, werden aber, also nach wie vor ist die Idee aber, dass eine Berufswahl autonom getroffen wird und sich allein an Tätigkeits- und Rahmenbedingungen festmacht, glaube ich, sehr stark präsent. Und ich denke, wenn man diesen Aspekt auch stärker mit den Jugendlichen auf einer bewussten Ebene reflektiert und eingesteht, dass er vorhanden ist, dass das auch dazu beitragen könnte, dieses Phänomen ein bisschen mehr abzubauen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Schnitzler. Herr Professor Hurlmann, bitte. Meiner Ansicht nach haben wir wirklich eine sehr große Chance, ganz früh mit der Berufsnähe in dem schulischen System zu beginnen. Aber nicht so gegenständlich, wie wir es gewohnt sind. Also in der 7., in der 8. Klasse schon darüber
zu informieren, welche Berufe es gibt und welche man später einmal einschlagen könnte. Das macht heute keinen Sinn, weil die eigentliche Entscheidung ja sehr viel später erfolgt. Es darf an dieser Phase also sein, und da würde ich ganz konkret anfangen, beim Berufspraktikum. Ich habe schon gesagt, wir haben in jeder Schulform heute ein Berufspraktikum von etwa 14 Tagen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Andockpunkt. Das würde ich systematisch ausbauen. Da macht man nicht beim Bäcker um die Ecke, mit dem man befreundet ist, mal eben so ein paar Stunden sein Praktikum, sondern das wird in der Schule richtig systematisch vorbereitet. Ich übe ein Bewerbungsschreiben zu formulieren. Ich mache mich darin interessant. Ich präsentiere mich. Die Betriebe werden beteiligt. Es wird genutzt als Verbindung zwischen diesen sich so entfernt habenden Welten Beruf und Schule. Eine einmalige Chance. Das Institut steht schon. Wir müssen es nur ausbauen, systematisch weiterentwickeln. Haben wir tolle Möglichkeiten. Das könnte ich verbinden mit diesen Potenzialanalysen, von denen wir gesprochen haben. Also die Schüler kriegen eine Rückmeldung. Also deine Stärken liegen in dem Bereich, in jenem, nicht so sehr in anderen. Willst du das so stehen lassen? Willst du es weiterentwickeln? Dann würde ich zweitens alle Schulen in geeigneter Weise zwingen, Praxisbezüge auch weiterhin einzubauen. Das kann unterrichtlich geschehen, das kann aber auch zum Beispiel eben durch sowas wie Schülerfirmen geschehen, dass die Cafeteria der Schule oder die hygienischen, die Toiletten der Schule, so komisch das klingt, der Reinigungsdienst der Schule, das sind ja heute alles aufgeschlossene junge Leute, die sind umweltinteressiert, von Schülerinnen und Schülern mitbetrieben wird. Und da kann kooperiert werden, vielleicht mit Unternehmen. Also dass wir auch hier so eine unternehmerische Atmosphäre, eine Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler mit in die Schule hineinbekommen und das mit dem Unterricht verzahnen natürlich, mit Matheunterricht und mit Biounterricht und allem, was hier eine Rolle spielt. Hier gibt es wunderbare Möglichkeiten, das kann alles digital untermauert sein, muss heute auch, um die jungen Leute zu erreichen. Ganz entscheidend ist, die jungen Leute selbst zu beteiligen. Es gibt Schulen, die machen das, gerade auch mit Blick auf digital, dass sie jeden Montag um 11 Uhr eine Fortbildung für die Lehrerinnen und Lehrer machen. Und wer macht die Fortbildung? Natürlich die Schülerinnen und Schüler. Also mal zugespitzt, in diese Richtung brauchen wir viel mehr experimentierendes Verhalten. Dann am Ende der Schule, habe ich schon gesagt, ich wünsche mir eine verbindlichere Regelung als heute, dass jeder Schüler, jede Schülerin eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz im Sinne eines Probejahres hat. Das ist immer mal wieder in Zeiten von Bundeskanzler Kohl diskutiert worden, einen verbindlichen Ausbildungsplatz. Diese Idee halte ich für ganz wertvoll, sie in einer modernen Form weiterzubringen und jedem Menschen zu garantieren, nach Abschluss der Schule hast du erst einmal ein Probejahr. Das tritt an die Stelle des früheren verbindlichen Dienstes, könnte man sagen. Und da hast du die Möglichkeit, in den Beruf einzutreten. Keiner bleibt auf der Straße stehen, sondern jeder hat den Anschluss. Ich glaube, auch da haben wir eine Chance. Und schließlich, und das duale Ausbildungssystem, es muss dringend weiterentwickelt werden. Es darf nicht wie ein Fossil dastehen, in das diejenigen reingehen, die keinen guten Schulabschluss geschafft haben. Dann ist es tot. Das führt zu dieser kritischen Frage mit dem Abitur immer wieder zurück. Also die duale Ausbildung muss auch für Abiturienten und Abiturienten einfach spannend sein und hochinteressant sein. Da muss sich die Berufswelt auf die Schulen zubewegen und auf die jungen Leute zubewegen. Dual heißt, dass beides ist, dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden. Und das können wir weiterziehen, das können wir bis in die dualen Hochschulen hineinziehen. Das ist jetzt inzwischen schon ein richtiges Markenzeichen bei uns geworden, dass wir duale Hochschulausbildungen haben. Alle solche Kombinationen von systematischem akademisch orientierten Handeln und Praxishandeln sind wichtig für alle Schulformen in unterschiedlicher Gewichtung und sie können eines Tages dann in eine duale Hochschulausbildung münden. Ich glaube, insgesamt werden wir immer mehr solche
hybriden Formen, nennen wir sie heute, vielleicht ist der Begriff in ein paar Jahren gar nicht mehr sinnvoll, wenn wir immer mehr solche hybriden Formen haben. Also wir müssen uns modernisieren, wir müssen offen sein, wir müssen die Kluft zwischen dem heutigen dualen System und den Universitätsausbildungen dringend schließen, sonst läuft uns das ganz weit auseinander. Und da fände ich es toll, dass Sie hier als Enquete-Kommission sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das Digitale ist der Schlüssel, das Scharnier, mit dem das alles gelingen kann. Und die jungen Leute zeigen uns den Weg. Wir müssen ihnen dann nur folgen und ihnen immer wieder die Chance geben, dass sie uns zeigen, wo es hingeht. Danke sehr, Professor Hohlmann. Dr. Kalmach, mit der Bitte um ein relativ knackiges Schlusswort. Okay. Die Beobachtung von Frau Dr. Kohlrausch, dass die Daten widersprüchlich sind, da haben Sie vollkommen recht. Aber die soziale Realität ist widersprüchlich und die Jugend ist widersprüchlich. Das gilt mit Blick auf die Motivatoren für Berufsorientierung im Besonderen und mit Blick auf die Werthaltung Jugendlicher im Allgemeinen. Das ist halt eben kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Jugendlichen wollen hart arbeiten, sie wollen hart feiern, sie wollen Freiheit und wollen Sicherheit. Und so ist es. Und das gilt halt wahrscheinlich lebensphasenspezifisch, diese Anforderungen an sich selbst auszubalancieren. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Dr. Kalmbach. Alle Fragen, die jetzt vielleicht noch ungeklärt waren, bitte noch mal bilateral klären. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Dr. Dergs, Herr Weise, Herr Dr. Kalmbach, Professor Hohlmann, Frau Krüger, Frau Dr. Schnitzler, Herr Weingärtner, für die Teilnahme an dieser Sitzung, für Ihre wirklich auch gute Vorbereitung, die Sie uns ermöglicht haben, für die sehr wertvollen Beiträge, für viele konkrete auch Handlungsempfehlungen heute. Ich fand das eine sehr gewinnbringende Sitzung. Danke Ihnen noch mal herzlich fürs Kommen und wünsche einen guten Nachhauseweg. Danke sehr. So, jetzt müssen wir ein bisschen zügig die letzten Tagesordnungspunkte noch abarbeiten. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2, den Berichten aus den Sitzungen der Projektgruppen am Vormittag. Ich darf um relativ dichte Berichte bitten. Zunächst Frau Kollegin Katrin Staffler, Projektgruppe 1, bitte. Sehr gerne. Ich versuche, so kurz wie irgend möglich zu machen. Wir haben uns mit zwei wesentlichen Punkten heute beschäftigt. Der erste war, wir haben den Input aus der vergangenen Sitzung von Frau Dr. Dengler zum Thema Substituierbarkeitspotenziale von Berufen und Veränderungen von Berufs- Substituierbarkeitspotenziale von Berufen und Veränderung von Berufsbildern. So schnell geht es dann doch nicht. Nochmal Revue passieren lassen und Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet. Konsens war vor allem bei folgenden drei Punkten. Zunächst mal brauchen wir ein intensives Monitoring der Entwicklungen in der Arbeitswelt, um frühzeitig Trends erkennen zu können und geeignete Maßnahmen auf den Weg bringen zu können. Zweiter Punkt, wir müssen die digitalen Kompetenzen in der beruflichen Bildung weiter stärken. Dabei insbesondere auch Ungelernte und Geringqualifizierte in den Blick nehmen, weil gerade die einfachen Tätigkeiten ja die sind, die in besonderem Maße von Substituierung betroffen sind, laut der Studie. Dritter Punkt, die Berufsbilder und Ausbildungsverordnungen müssen zügiger an die Veränderungen der digitalen Welt angepasst werden, beziehungsweise auch technologieoffen formuliert werden. Das waren jetzt mal die Kernpunkte aus dem ersten Teil der Sitzung. Im zweiten Teil der Sitzung haben wir uns mit der Arbeitswelt 4.0 beschäftigt und zwei Impulsstatements, einmal von Frau Professor Kohlrausch und einmal von Frau Kennecke gehört. Die Kernaussagen dazu waren, zum einen, also wir haben bei Frau Professor Kohlrausch die Frage, welche Themen bzw. Punkte in einer digitalisierten Arbeitswelt schätzen Arbeitnehmer eher positiv oder eher negativ ein? Wo gibt es da Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen, zum Beispiel Frauen, Männer oder anderen? Interessant war, dass da gar nicht so sehr ein Muster erkennbar war. Wenn man dann aber guckt auf die Statusängste derjenigen, die die Digitalisierung eher positiv oder eher negativ einschätzen, hat man feststellen können, dass die Menschen, die Digitalisierung eher negativ einschätzen, auch häufiger Statusängste haben. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Was eine interessante Feststellung ist, und da haben wir dann noch ausführlich darüber diskutiert. Im zweiten Impuls, Frau Kennecke hat berichtet über Herausforderungen für Arbeitnehmer und Unternehmer. Wir haben aus der Praxis eben im Betrieb über Herausforderungen und woraus sie entstehen können gesprochen. Klar ist, dass Weiterbildung ein zentraler Aspekt ist. Das ist im Übrigen in beiden Impulsen auch sehr deutlich geworden.
Und eben, dass das Thema oder dass wir diesen Herausforderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, dass wir denen mit Qualifizierung sehr gut begegnen können. Und jetzt, also da waren noch sehr, sehr viel mehr Aspekte, aber das würde ich jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit weglassen und beim nächsten Mal dann noch ausführlicher berichten. Danke sehr, Frau Kollegin Staffler. Dann für die Projektgruppe 2 bitte. Wer macht das heute? Frau Kittel. Bitte. Danke sehr. Ja, wir hatten heute in unserer Projektgruppe uns im Thema angenommen, die digitalen Anforderungen an die Ausbildung in Berufen, die nicht im BBIC oder in der Handwerksordnung geregelt sind, also vor allem die Pflege- und Gesundheitsberufe und erzieherischen Berufe. Im Vorfeld hatte sich die Projektgruppe auf diese Thematik verständigt, auch aus dem Blick heraus, dass berufliche Bildung natürlich mehr ist oder an mehr Orten stattfindet als in der klassischen dualen Ausbildung oder in der Ausbildung nach Handwerksordnung. Es sind ja weit über 1 Million Beschäftigte, Tendenz steigend, und die Problemlage ist generell eine nicht weit abweichende von vielen anderen Vorträgen oder Bereichen, nämlich ein zu erwartender Fachkräftemangel, der jetzt schon verifiziert ist. Für die Arbeit in der Projektgruppe war es aber erstmal erforderlich, sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie überhaupt die Ausbildung in diesen Bereichen stattfindet, wenn sie nicht im BBIC oder in der Handwerksordnung geregelt ist. Dafür hatten wir heute zwei Wissenschaftlerinnen eingeladen, einmal die Michaela Evans vom Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. Sie ist Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit und Wandel mit dem Thema Pflege- und Gesundheitsberufe. Und wir hatten die Frau Professor Dr. Carsten als Professorin für Sozialadministration und Sozialmanagement an der Leuphana-Universität in Lüneburg, auch mit aus dem Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, also aus dem Blick der Sozial- und Erziehungsberufe. Und in der Projektgruppe wurde ziemlich breit, also anhand von den beiden Vorträgen der Wissenschaftlerinnen noch mal dargestellt, was eigentlich die Unterschiedlichkeit ist der Sozialerziehungsberufe, Pflegeberufe, insbesondere wie die Ausbildung denn funktioniert, fehlende Ausbildungsverträge oder auch keine Ausbildungsvergütung, sondern Schulgeld. Solche Themen wurden noch mal aufgemacht. Also dass zum Beispiel nur 7% der Erzieherinnen überhaupt eine Ausbildungsvergütung heute erhalten, nämlich nur die praxisassistierte Ausbildung, oder auch aufgrund der föderalen Bestimmungen, Länderrechte, es ja kein einheitliches Berufsbild gibt zur staatlich anerkannten Erzieherin. Es gibt derzeit mindestens 65 bekannte Wege, zum Beispiel als staatlich anerkannte Erzieherin in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Das als nur ein Beispiel von diesen vielen Gesundheits- und Pflegeberufen. Die Zeit war schlichtweg zu kurz. Das darf ich dann auch ausführen heute für die Projektgruppe, sodass wir gesagt haben, wenn wir da weiter Empfehlungen ableiten wollen, dann muss man erst mal anerkennen, dass diese Heterogenität in dieser Ausbildungsstruktur auch zu mehrstufigen Problemlagen führt. Und diese mehrstufigen Problemlagen, die muss man auch tatsächlich noch mal beleuchten. Und deshalb werden wir in unserer Klausurtagung, die Projektgruppe 2 am 10. April hat, das Thema noch mal aufmachen und weiter diskutieren, um dann möglicherweise zur nächsten Sitzung der Enquete-Kommission auch Empfehlungen aussprechen zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kittel. Ich darf das sagen und ausdrücklich begrüßen, dass Sie sich mit den sozialen Gesundheitsberufen beschäftigen in der Projektgruppe, weil der Aspekt ja tatsächlich jetzt hier von Sachverständigenseite in diesem Kreis noch nicht abgedeckt ist, aber eben auch eine ganz wichtige Rolle spielt, auch im Auftrag, den die Enquete-Kommission hat. Also insofern herzlichen Dank dafür. Projektgruppe 3 bitte, Jens Brandenburg für die berufsbildenden Schulen. Ja, vielen Dank. Auch wir hatten heute zwei Inputs. Das erste war ein externer Gast, und zwar Herr Rainer Fiebeck, der als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater für den Regierungsbezirk Oberbayern aus seiner Praxiserfahrung berichtet hat. Kernerkenntnis war unter anderem, dass auch an den Berufsschulen in Bayern in seiner täglichen Arbeit immer sehr darauf hingewiesen wird, dass die pädagogischen Ziele weit vor der Technik stehen sollten, dass also die technischen Mittel und Investitionen selbstverständlich immer nur davon abgeleitet werden sollten. Dazu hat man ausgiebige Diskussionen, was das auch im Detail bedeutet, einige praktische weitere Herausforderungen rund um rechtliche Fragen, insbesondere auch Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, haben uns da beschäftigt mit einigen konkreten Handlungsableitungen. Im zweiten Teil
war ein Input von unserem Sachverständigen Professor Sloan. Mit Blick auf die didaktischen Herausforderungen für berufsbildende Schulen im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt. Fokusthemen der Diskussion waren hier insbesondere die Balance zwischen einerseits sehr, sehr starken digitalisierten Leuchttürmen unter den Berufsschulen und andererseits die Frage, wie schaffen wir es, das auch in den Alltag, in die Breite zu bekommen. Gibt durchaus eine noch offene Diskussion, die wir weiterführen werden, inwiefern wir verstärkt auf regionale Strukturen, also Kooperationsmodelle zur Stärkung digitalisierter Lehrmodelle auf regionaler Ebene stärken wollen. Thema selbstreguliertes Arbeiten bzw. die Fähigkeit, das auch zu lernen, war ein Fokus der Diskussion und entsprechend auch die Aufgabe der Lehrkräfte zunehmend die didaktische Gestaltung, also Umsetzung dessen, was vielleicht abstrakt mal in Lehrplänen drinsteht, mit zu berücksichtigen. Für die nächste Sitzung haben wir uns vorgenommen, insbesondere das Thema Lehrpläne und Prüfungswesen anzuschauen. Das in aller Kürze. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Brandenburg, für die Berichte. Dann würden wir weitermachen mit Tagesordnungspunkt 3. Verschiedenes. Es geht zunächst um eine Entscheidung, ob wir uns als Enquetekommission am Tag der Ein- und Ausblicke des Deutschen Bundestages beteiligen wollen, also letztlich an Tag der offenen Tür, der jährlich stattfindet, dieses Jahr an einem Sonntag, dem 8. September. Es gibt dort die Möglichkeit für alle Ausschüsse und entsprechend auch für unsere Kommission hier teilzunehmen, sich vorzustellen, entweder im Wege einer Podiumsdiskussion, wo dann Vertreter verschiedener Parteien teilnehmen können, zu einem Thema, das wir uns noch geben könnten, müssten, oder in einem Bürgergespräch, in einem Sitzungssaal, also jetzt hier, die Podiumsdiskussionen finden draußen im Foyer statt, Bürgergespräche hier im Sitzungssaal, dauert ca. 45 Minuten, sich dann in einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu begeben. Ich darf sagen, dass ich es ausdrücklich begrüßen würde, wenn diese Enquetekommission mit diesem Auftrag, der ja durchaus viele Bürgerinnen und Bürger auch beschäftigt und eben auch ein anderes Format ist, als die ständigen Ausschüsse, sich beteiligt. Ich habe aus der Unionsfraktion heute Morgen, weil ich die Sitzung selber leiten durfte, schon Bereitschaft vernommen, dass dort jedenfalls mindestens zwei Vertreter bereit wären, auch teilzunehmen. Jetzt ist meine Frage offen in die Runde. Wir müssen es heute klären, weil das Sekretariat bis 5. April Rückmeldung geben muss und wir keine Obleuterunde vorher mehr haben, ob eine grundsätzliche Bereitschaft besteht, auch seitens der anderen Fraktionen, sich hier an diesem Tag der Einblicke zu beteiligen. Wie gesagt, ein Sonntag, das ist kein idealer Termin. An dem Montag drauf ist leider auch keine Kommissionssitzung, dass man es hätte verbinden können. Darf ich kurz einfach in die Runde mal blicken und um Handzeichen bitten, wer sich denn grundsätzlich vorstellen könnte, müssen jetzt natürlich nicht alle, aber wenn vielleicht aus jeder Fraktion vielleicht einer bereit wäre, MdB oder Sachverständiger. Ja, kriegen wir hin. Ja, Frau Fahimi signalisiert, ja, und Herr Gisek für die AfD. Bei den Kleineren ist es immer ein bisschen schwieriger, das weiß ich, aber... Es ist Haushaltswoche danach, die kommen eh. Es ist danach, genau, es ist danach eine Sitzungswoche, eine Haushaltswoche, das vielleicht noch. Also für die Kollegen jetzt wäre es halt einen Tag früher eine Reise. Ja. Nur eine organisatorische Bitte, da ja doch hier in der Enquetekommission mehrere Vertreter sind, die auch irgendwie aus dem Ausschuss Bildung und Forschung kommen, wäre die Bitte, dass man es zeitlich so organisiert, dass im Zweifelsfall also dort auch parallel dann man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das werde ich Kollegen Rossmann so oder mit ihm so abstimmen, ja. Mhm. Jens Brandenburg. Also terminliche Zusage können wir bis morgen nachliefern, es soll aber nicht an uns scheitern. Das heißt, Grundsatzbeschluss können wir gerne fassen. Okay. Also Frau Bull-Bischof prüft auch nochmal. Frau Kittel, Sie können eine One-Woman-Show heute. Sie sagen das einfach mal zu für die Grünen. Ich kann jedenfalls nicht für die Fraktion der Grünen sprechen, das ist so. Ich kann für mich sprechen, ich könnte. Sie könnte. Na, das ist doch schon mal ein großes Pfund. Also, aber ich glaube, das ist ein deutliches Signal, dass wir uns beteiligen. Das Sekretariat wird es entsprechend melden und wir würden uns dann noch mal über ein Thema Gedanken machen. Das müssen wir aber jetzt nicht heute tun. Herzlichen Dank allen Fraktionen für die Bereitschaft. Dann ein letzter Punkt, da bitte ich einfach um Ihr zustimmendes Votum. Die Enquetekommission Künstliche Intelligenz bietet ihre Gäste, die sie einlädt,
ähnlich wie das jetzt Herr Hurlmann heute ja schon getan hat, dass Sie neben den Vorträgen, die Sie uns zur Verfügung stellen, möglichst auch auf einer halben Seite oder einer Seite 2 bis 3 Thesen und 2 bis 3 konkrete Handlungsempfehlungen für unsere Arbeit uns aufschreiben, die wir ja auch dann in unseren Bericht entsprechend dann einfließen lassen könnten. Ich halte das für einen sinnvollen Vorschlag und wollte Sie einfach um Ihre Zustimmung bitten, dass wir das in Zukunft auch so handhaben. Ich sehe keinen Widerspruch. Herzlichen Dank. Damit ist die Sitzung Punkt 4 beendet. Ich freue mich auf die nächste Sitzung, wünsche Ihnen eine gute Sitzungswoche, einen guten Nachhauseweg. Danke sehr.